Herzlich willkommen zur 88. Ausgabe des Techtelmechtel-Podcast und wie immer am Start und zugeschaltet über das Internet unser lieber Alexander. Sag hallo Alexander. Hallo Alexander. Das war so klar. Ja, du hast gesagt, hallo Alexander. Ah, das ist so Dad-Joke. Das ja. Und ich bin der Clemens. Hallo. Alter Schwede. Ja, wenn, fangen wir schlecht an. Wie halt der Podcast ist ja, und ja, wir natürlich, schlecht. Natürlich. Ja, wir sind wieder da. Und ja, würde sagen, wir starten eigentlich gleich ja, ja. In die Thematik rein. Lass mich das mal starten, ja. Weil ich habe mehr Themen als du. Ja, okay. Außer du hast jetzt schon alles nein, eingetragen. Nein, gar nichts. Okay. Absolut nichts. Das macht ja jetzt unser Slack-Channel. So. Also ich fahre... Ah ja, stimmt. Muss ich da auch was reinposten? Wenn ich nicht mache, mach du, aber eigentlich mache ich. Ja, kein Problem. Muss okay, nicht, kannst du. Nein, ich mach's auf. Passt schon. Ja, mach's auf. Ich habe das jetzt da immer so, das weiß ich nicht, ob du das mitkriegst, die nächsten drei sind alles Microsoft-Themen unter Anführungszeichen. Mhm. Also wir fangen jetzt einfach einmal an. Windows Recall haben wir ja, glaube ich, das letzte Mal schon geredet. Mhm. Das war dieses datenschutzbedenkliche. Ja, das ist nicht besser geworden. Mhm. Microsoft, glaube ich, hat das Feature jetzt sogar zurückgezogen einmal da während und veröffentlicht das gar nicht. Mhm. Weil das, ich glaube, sie haben es jetzt sogar, ich meine, sie haben es jetzt, glaube ich, nachträglich dann gesagt, die ganzen Daten werden jetzt verschlüsselt, weil das war vorher auch nicht. Und, aber es ist einmal jetzt dann auf Pause, dieses Feature. Mhm. Weil es irgendwie nicht so ganz klar ist, ob das jetzt dann, ob da die EU auch noch ein Wörtchen dann mitzureden hat bei den Ding. Ja. Wegen Datenschutz. Ich habe es das letzte Mal schon gesagt, also Datenschutz, vom Datenschutz her halte ich das ja für äußerst gefährlich, was Microsoft da vorhat, aber ja, okay, wenn sie es implementieren wollen, sollen sie es implementieren. Und sie haben es pausiert. Sie haben es pausiert, ja. Also sie haben es pausiert, weil sie sich nicht sicher sind. Ja. Ich meine, es war, glaube ich, zuerst haben sie gesagt, ja, es wird Opt-in, das heißt, es ist automatisch ausgeschalten, dann haben sie nachgebessert, dann glaube ich nochmal nachgebessert und jetzt haben sie ja gesagt, okay, wir verschieben das. Ja, aber von einem Opt-in bin ich eigentlich immer ausgegangen. Ja, ja, eigentlich ja. Aber ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, sie haben es vorher so gehabt, dass es on war, aber du hast es ausschalten können. Dann glaube ich, haben sie es umgedreht, dass es ausgeschalten ist und du es einschalten kannst. Ja, aber es ist eh nichtsdestotrotz, selbst wenn es Opt-in ist, will ich ja sicher sein, dass es sicher ist. Oder, das ist ja oder der Punkt. Zumindest in für Microsoft-Verhältnisse sicher. Naja, es sollte generell sicher sein, weil, wie schon gesagt, ich möchte nicht, dass meine Passwörter dann, jetzt mache ich eh schon, jetzt habe ich Passwortmanager etc. und nachher wird es über Microsoft Recall geleakt, das Beispiel, wäre super. Ja, du hast deinen Passwortmanager, verwendest ja. Sowas wie Strongbox und Microsoft Recall macht dann Screenshot, ja, super. Wäre perfekt. Gute Idee. Warum nicht? Vor allem wäre es halt gerade bei Businesskunden ärgerlich. Jegliche Kommunikation in jeder Kommunikation aber ist sowas extremst gefährlich. Weil wenn ich schon einmal davon ausgehe, wie oft ich eine E-Mail editiere, also zuerst rasend vor Wut an Kunden oder an Kollegen antworte, nachher editiere, dass die ganze eh schon abschwäche und nachher noch einmal editiere und dann nicht hinterschreibe. Es wäre nicht gut, wenn die Sachen geleakt wären, wie ich anfangs reagiere. Ach so. Okay. Ja. Das mache ich prinzipiell nicht. Was? Antworten oder aggressiv? Ja, das antworten? Ist das beste Antwort, einfach gar nicht. Ja. Das ist das Beste, was man tun kann. Was aber dann wieder witzig ist, dass jetzt mal von was Negativen zu was Positiven kommen. Die Reparierbarkeit von den Microsoft Surface Produkte ist mittlerweile hervorragend. Ja. Also die sind 8 von 10 mittlerweile.
bei iFixit im Test. Also die haben da wirklich, da ist relativ vieles sehr, sehr einfach zu tauschen mittlerweile. Also das kann man auf der iFixit-Seite schauen. Also das haben sie alles super zugänglich gemacht. Du kannst Teile austauschen, ohne dass du jetzt alles rausschrauben musst. Und alles, was so notwendig ist, ist quasi eine Abdeckung runternehmen und ist tauschbar. Cool. Na, ist es gut. Na, sehr zu begrüßen. Vielleicht ist das schon ein bisschen ein Fingerzeig Richtung Apple und der EU und kalifornischen Gesetzgebung, dass Microsoft sagen kann, wir können das schon. Ja, das kann durchaus sein. Also das glaube ich, das werden sie sicher vorweggenommen haben, dass sie gesagt haben, okay, wir machen es gleich. Und wenn Microsoft nachher noch vielleicht vom verlöteten RAM und verlöteter SSD wegschwenkt, wäre das auch zu begrüßen, weil es gibt ja einen neuen RAM-Standard, der dünner ist und sich tauschen Naja, lässt. jetzt kommt halt ein Thema dazu mit den ARM-Prozessoren. Wäre das schwieriger. Ist ja alles quasi auf den ARM-Chip Der ist drauf. als Sock, ja. Und da sind wir ja mittlerweile. Ja. Aber gut, Also solange sich zumindest andere Komponenten tauschen lassen, beziehungsweise eine Batterie einfach tauschen lassen, ist ja schon einmal was. Also. ja, das ist relativ viel wert. Ah, Und weil da man jetzt. steht es. Es ist beim Surface Pro 11 ist sogar M2-SSD drin, den man ganz einfach Ja, austauschen kann. die kannst du tauschen, das ist Ja, richtig, ja. das ist cool. Ja, da hat Microsoft, das muss man sagen, das ist vorbildlich. Und man kann kleine, schicke Geräte bauen, ohne dass man alles verklebt. Unglaublich. Ja, es geht. Es ist sagenhaft, gell? Wenn man sich dazu zwingt, was alles geht. Ja, und ich glaube sogar nicht einmal sieben unterschiedliche Schraubentypen drin, sondern glaube ich, geht wirklich mit einem Schraubenzieher. Oh. Weil da ist ja Apple auch Weltmeister, dass in drei Schichten 17 Schraubenschlüssel brauchst. Ja, man muss eigentlich nur fest genug reinhämmern in den Schraubenzieher nachher. Dann geht jeder. Dann geht jeder. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als von Philips auf Torx dann zu wechseln und den ganzen Scheiß. Ja, genau, ja. Und was weiß ich, was ihnen dann noch eingefallen ist. Vor allem, dass es dann teilweise in der gleichen Schicht unterschiedliche Schrauben sein. Ja, ich hab mir aus diesem Grunde mal vor einigen Jahren ein. Jemand iFixit-Kasten bestellt. So habe ich auch, Ja. aber ich habe mir noch zusätzlich einen bestellt, wo noch mehr Varianten Was an hast denn du da? unterschiedlichsten Schräuflein drinnen sind. Also da Ja, ist. ich hab den großen Kasten von iFixit Ah, okay, damals einen gleich großen. genommen. Ah, Ja. okay. Ja, denn. Da ist wirklich alles drin, Ah, ja. okay, das ist cool, weil ich habe einen kleinen von iFixit. Nein, ich hab deshalb in großen genommen, weil ich mir dachte, ich kaufe das eh einmal in meinem Leben Ich finde ihn eh und nicht. dann nehme ich gleich einen großen. Wo ist denn der hinkommen? Naja, irgendwo da in mein Meine, Home Lab. das sind sinnloseste Schrauben drin. Ja. Also, Ja. ich habe nicht einmal gewusst, dass es den Scheiß gibt. Ja, also da in dem Koffer habe ich zum Beispiel auch was ganz Interessantes drin. Das ist so also eine Schraube, die schaut eigentlich aus wie eine Harpune. Du wirst es jetzt wahrscheinlich nicht schön sehen. Warte mal. Das schaut eigentlich aus wie eine Gabel. Ah, das eine habe ich auch, ja. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ja, ich auch nicht. Das sind Dinge, also wer den Scheiß braucht. Ja. Aber natürlich unterschiedlichste Torxes und Philipses und Yep. ja, macht keinen Spaß, Sachen Vor allem aufzumachen. Philips-Schrauben sind das Dümmste, was es gibt. Oder was? Na, warte mal, da gibt's Philips sind die, was so wie ein Stern ausschauen, Ja, oder? genau, ja. Und da gibt es noch irgendwas, das was so eng benannt ist, wo du denkst, wer kommt auf den Scheiß? Das kann ja leider aus, wie sagt man da? Ausnudeln. Aus, nein, das kann ja leider ausnudeln. Ja. Ja, und das ist ein Klumpert vor dem Herrn. Ja, ich muss ja sagen, Dorks ist auch nicht der Stein der Weisen oder Stein der Weisheit oder wie man das nennt. Da habe ich auch schon viele kaputt genudelt. Weil oft passt nämlich ein 20er Dorks genau eine, aber eigentlich soll es doch ein 25er gewesen sein und dann Ah ja, verarschst du das ist den. der, Ja, ja, das Klassiker. ist super.
Das ist natürlich super. Ja, aber cool. Also vielleicht ist es ein bisschen Fingerzeig gegen Apple, so quasi leckt es uns am Arsch, wir können das, jetzt könnt sie ja. Oder Ja. sollt sie ja. Finde ich cool. Wer wünschenswert, ja. Ja, man muss ja der kalifornischen Gesetzgebung, die ja sehr, ja, so, wie soll man sagen, End-User-orientiert ist mittlerweile und der EU-Gesetzgebung danken, dass wir so weit kämen. Also, dass Ja, es wieder kommt, dass Sachen einfach reparierbar sein müssen oder standardisierte Anschlüsse zum Laden haben, zum Beispiel. ja. Aber cool, ja. Ja. Und dann mache ich gleich noch den dritten Block, und zwar, das ist überhaupt sehr skurril. ARM möchte quasi, dass alle Snapdragon-PCs zerstört werden, Das habe ich gehört, ja. weil der ARM irgendwo glaubt, dass ihre Patente da verletzt worden seien Naja. oder dass da keine Lizenz für etwas vorliegt. Genau. Und jetzt haben sie quasi an ihrer größten Kunden geklagt. Genau. Die Sache ist aber eigentlich recht eindeutig für Klam. Klam, ja, für Arm. Für Klam. Weil Arm hat Qualcomm nie eine Lizenz geben, sowas wie mit ARM-Prozessoren Notebooks zu bauen. Ja. ARM hat immer die Lizenz, also Qualcomm hat immer die Lizenz gehabt für Mobilgeräte, für IoT-Devices und alles so eine Sachen, aber nie für Desktop und Notebooks. Die Lizenz hat Qualcomm nie gehabt. Qualcomm hat aber Nuvia gekauft. Und Nuvia, das war so ein kleines Tech-Unternehmen, die haben die Lizenz gehabt für Notebooks und Desktops. Ja. Qualcomm sagt, die Lizenz ist jetzt quasi so zu uns rübergewandert, weil wir haben ja das Gekauft. gekauft. Aber ARM sagt halt, Na. na, ist nicht so, die Lizenz gehört Nuvia, dann müsst ihr halt eure Prozessoren als Nuvia oder unter dem Namen Nuvia verkaufen. Das will halt Qualcomm natürlich auch nicht machen. Ja, also gehen wir davon aus, es wird halt irgendein Kompromiss dann Ja, irgendwann geben. sicher wird es einen Kompromiss geben. Das ist, ach, das ist Macho-Gehabe, sinnloses. Das ist einfach Ja. auf dicke Hose machen. Ja, Arm wird nicht einfach die größten Abnehmer rauskübeln. Normal nicht. Na, sicher nicht. Da Normal werden nicht. halt ein paar Milliarden oder ein paar Millionen ihren Besitzer wechseln und dann hat sich die Sache erledigt. Und gut ist's. Blöd wär's. Aber ich hab ja doch sogar das gehört, dass man ja, also ARM das ja so weit hin durchsetzen will, dass auch User, die ja jetzt schon so ein Notebook gekauft haben, ihr's zerstören müssten. Das schauen wir an, ja. Ja, genau. Den Eingriff, den in Privateigentum, den schaue ich mir mal an. Das kann spannend werden. Ja. Vor allem, ob sie dann zu mir haben, kann man das kontrollieren. Ja, genau. Ja, das könnte witzig werden. Ja, dann bin ich soweit. Einmal, dann lasse ich die weitermachen. Mal die Microsoft-Ecke. Okay, nachher hupfen wir gleich zu. Bleiben wir bei Prozessoren. Warte mal, jetzt probiere ich das doch geschwind eine. Und. Bin jetzt mal ganz kurz gerade abgelenkt. So. AMD, also jetzt ist Summertime, jetzt hauen sie nämlich alle nach der Reihe ihre neuen Prozessoren aus. AMD legt vor, Qualcomm hat vorgelegt vor ein paar Wochen. AMD legt nach und von Intel erwartet man sich in den nächsten Wochen auch ziemlich an Erneuerungen. Und AMD hat jetzt schon einmal einen Prozessor vorgestellt, der auf Zen 5 aufbaut und ja, eben auch eine Neural Processing Unit mitbringt, die so gesehen nicht so schlecht ist und ungefähr auf einem Level von einem M3 bzw. M4 ist, was schon einmal nicht so schlecht ist, wenn man sich überlegt, keine Ahnung, sowas wie Stable Diffusion oder eigens ChatGPT aufs On-Device und so weiter laufen zu lassen. AMD kann das mittlerweile auch. Die bringen das mit.
Und erst gestern habe ich noch einen anderen Artikel gelesen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich den finde, weil den würde ich auch gern da reinbringen. Es sind nämlich so quasi die, falsch. Es sind nämlich die Leistungsdaten von den neuen AMD-Prozessoren geleakt worden. Jetzt schauen wir mal nach. Und die versprechen gut das. Nämlich, dass die 12 bis 55% schneller sind. Also je nach Anwendung 12 bis 55%. Und das ist halt auch schon wieder mal Ja, so. dann nein, da aber der 9000. Das ist die 9000er Serie, Ach also so, okay, das passt ja. die Ja. 9000er Serie. Also das ist jetzt nicht nur Okay. der, das ist nicht nur der Ryzen 9, sondern auch der Ryzen 5, der Ryzen 7 und der Ryzen 9 von der 9000er Serie, also von der aktuellsten neuen Serie. Das sind Er alle. hat da, warte mal, ein Fonger hatte als ersten der Benchmark, das kommt AMD Ryzen 9 9950X. Genau, der ist aber schon nochmal 12 bis 55% schneller als sein Vorgänger. Okay, ja. Das bedeutet auch für so Low-Level-Prozessoren, dass die möglicherweise schneller sind, weil, wenn ich jetzt denke, ich war ein 6000, ein 5600er verbaut, 5900er, 5600er, irgend sowas, dass die nächste Generation jetzt wieder eins drauflegt, eben auch wieder mit einer APU, Ja. NPU, Neural Processing Unit. Genau, die APU, glaube ich, Die hat ja. APU sind die Kombi, Ja. Grafik und Genau. CPU-Kombi-Prozessoren. Aber die bringen halt jetzt auch NPU und so weiter mit. Ja. Ja, das schaut alles ein bisschen so aus. Jetzt bin ich mal gespannt, was Intel präsentiert jetzt die nächsten Wochen, weil, wenn jetzt die Vorzeichen so eintreten, wie sie da jetzt teilweise so bei den ersten Tests ausgekommen sind, dann hat Intel jetzt eigentlich in keiner Klasse mehr irgendwas, wo sie AMD was entgegensetzen können. Außer vielleicht noch im Spezialbereich. Aber im Spezial-Computing-Bereich, da nutzt man eigentlich eh nur noch Nvidia. Also wäre es ein bisschen eng für Intel. Also ich bin einmal gespannt. Ja, die nächsten Intel-Chips haben schon auch NPU drin. Ja, ich glaube, das wird bei Intel jetzt sicher noch ein paar Jährchen brauchen, bis die da wieder aufgeholt haben, bis die einen Anschluss finden. Aber soweit ich weiß, hat die Intel jetzt erst einmal das Problem in ihre Prozessoren gefixt, und bei uns, wir sind ja da auch, also da, wo ich mein Brot Geld verdiene, haben wir ja ein bisschen das Problem gehabt mit neuen Intel-Prozessoren, weil die haben ja das Big-Little-Prinzip, so Mhm, was ja die genau. ARM-Prozessoren ja schon seit Ewigkeiten haben. Du hast zwei, drei Kerne oder zwei und vier Kerne für Genau. Low-Level-Aufgaben, langsame Genau. Kerne, die energiesparend sind, und du hast deine High-Performance oder deine Genau. Performance-Kerne. Und Intel hat da, Intel oder Microsoft oder Intel und Microsoft, jedenfalls einer von beiden oder beide zusammen, haben das nicht so auf die Reihe gebracht. Und das hat bei uns zum Beispiel in einer Anwendung dafür gesorgt, dass die mit die Effizienzkerne gelaufen ist, statt mit den Performancekerne. Und auch bei manchen Spielen hast du das Problem gehabt, dass die alle zum Ruckeln angefangen haben, Ja. weil die Performancekerne nicht angeschlagen sind, sondern oder angeschlagen haben, weil nur die sparsamen Kerne gerechnet haben. Die waren natürlich recht hoch ausgelastet, aber dadurch, dass sie nicht hochtakten, hast halt recht wenig Datendurchsatz gehabt oder recht wenig Prozessorpower gehabt. Das haben sie jetzt erst einmal gefixt. Also mir ist das nicht aufgefallen. Ich hab bei mir in mein, also ich habe ein AMD, da habe ich das Problem mit, der hat auch 6 normale Kerne. Aber Ja. das war ein bisschen ein Problem. Also in Spiele und auch bei Hochleist, also bei Anwendungen, die Prozessorpower benötigen. Und ja, so wie du sagst, jetzt bin ich mal gespannt. Also Intel, also wenn du jetzt sagst, ein paar Jährchen wird es noch dauern, sie hängen jetzt schon zwei, drei Jährchen ein bisschen hinten nach. Haben es Ja, eigentlich ich immer nur, meine. haben's mit die Spiele-CPUs sie eigentlich immer nur geschafft, indem sie den Takt bis zur Unmöglichkeit aufgedraht haben. Aber ja, ich schätze mal, nur extrem wenige Hardcore-Gamer haben gerne einen Prozessor verbaut, der 350 bis 400 Watt schluckt.
Ach so, ja, na, das, ich glaube, sie haben jetzt diese eigene Produktion, glaube ich, haben sie jetzt auch wieder auf die Reihe gebracht, langsam. Ja, also weniger Verlust, wie sagt man da? Ja, na, jetzt glaube ich, jetzt seien sie so weit, dass sie das wieder Ausschuss. machen. Ja, dass sie das jetzt hinkriegen. Ja, ich schätze, die werden schon aufholen, aber das wird jetzt sicher noch ein bisschen dauern, dass es wieder dann, glaube ich, eindeutig aufwärts Ja, geht. ja. Wir kommen halt jetzt langsam noch in einen Bereich, wo die Kunden nicht mehr davon profitieren, weil dann gibt es halt wieder nur einen, der einen Markt angibt. Und das war halt jetzt in dem Fall AMD, der was die Gut, Preise diktiert. das hat ja AMD auch schon angefangen. Ja. Eben Also das von dem sieht man ja. her, wäre es halt nicht schlecht. Also was ich mir wünschen würde, dass der sich einfach jedes Jahr einmal in dem Jahr ist der vorne, in dem Jahr ist der vorne, in dem Jahr ist der vorne. Vielleicht wäre das dann auch nochmal Richtig. was. Also Richtig. nicht, dass ich jetzt Mitleid mit Intel hätte, die haben jahrelang die Kunden gemolken. Ja, es wird halt keinen Unterschied machen. Es wird halt so, wie es jetzt ausschaut, gemacht halt jetzt AMD das Spiel. Ja, und die haben halt mit ihren Geschäftsgebaren auch so ziemlich den Markt kaputt gemacht mit ihren komischen Exklusivverträgen mit Asus und Konsorten, wo man ja gesagt hat, ja, ihr dürft halt keine AMD-Prozessoren verbauen für Hochleistungsgeräte. Ja, Deswegen waren ja. ja die AMD-Prozessoren immer so verschroren, weil sie nur in die Billigmodelle drinnen waren. Und in die Billigmodelle sind halt die langsamen Prozessoren drin. Ja. Aber ja, gut, das ist einmal das. Also AMD legt halt jetzt einmal ein bisschen vor. Gut, man kann. Ja, ich meine, und was bei Intel natürlich auch noch immer jetzt mehr kommt, sind die Grafikkarten. Da kommt ja jetzt auch irgendwann Battle Mage raus oder was weiß ich was. Ja, Machen. das ist halt der Markt, wo glaube ich, sowohl AMD als auch Intel zu knabbern haben, weil an Nvidia kannst du eigentlich nur mit dem Preis zubekommen, aber nicht mit der Leistung. Das ist schwierig. Das ist im Moment sicher ein Ding der Unmöglichkeit, ja. Also du musst ja schon was haben. Ich sag so, ich glaube, wenn es schaffst, dass 4070er Leistung zum günstigeren Preis kriegst, dann haben sie eh schon gewonnen. Also das, was dann drüber geht, das wird sicher schwer. Also 4090er zu knacken oder jetzt die 50er Serie. Von der Leistung her, ich meine, ich würde es mir wünschen, aber das glaube ich wird schwer. Klar, Man sagt niemals nie, also keine Ahnung, aber wird sicher noch ein bisschen dauern. gut. Dann Gut, gut, gut. Alexa KI. Ah ja, Oh das je. ist ah, Yeah. also Alexa will ja jetzt, oder Alexa Amazon überlegt sich ja, dass man in diese Echo Dots oder wie sind diese Echo Geräte in Zukunft für Zusatzfunktionen vom Sprachassistent Geld noch zahlen muss monatlich. Also man sagt halt so, was weiß ich, so 5 bis 10 Dollar. Und das ist nur zusätzlich zur Prime-Mitgliedschaft, damit Natürlich. halt die kostenlose Alexa oder die Classic Alexa kriegst gratis. Nach wie vor, wenn du so ein Gerät kaufst, aber wenn halt dann mehr haben willst, dann musst du dafür zahlen. Ja, Amazon schließt sich bei mir, glaube ich, komplett, also gerade komplett aus dem, ja, aus meiner, ich sag mal, aus meiner Nutzung aus. Also mein Prime-Abo ist gekündigt, das habe ich nicht mehr. Echt, hast du Ja, gekündigt? Prime-Abo ist gekündigt, das habe ich schon, damals im Jänner oder Februar gekündigt, wie sie angekündigt haben, dass sie Werbung schalten wollen. Achso, ja, wegen Videos habe ich es eigentlich gar nicht. Deshalb ist es mir insofern noch wurscht. Ich habe das Prime-Abo wegen den Versandkosten jetzt gekündigt, weil, okay, ich brauche nichts so dringend, dass ich's, ich brauche kein 5-Euro-Ding so dringend, dass ich nicht warten kann, bis ich genug zusammen habe, bis ich die 39,90 zusammen habe für einen Gratis-Versand. Und wenn ich einmal etwas so dringend brauche, dann zahle ich halt einen Versand. Fertig. Oder kaufe es mir woanders, weil günstiger. Wenn sie jetzt auch noch damit kommen, dass die Alexa, die ja ohnehin ja eigentlich nur Siri ist, aber nicht ganz so dumm. Was war das jetzt? Habe ich jetzt Siri gesagt und ist mein Alexa Na, ich gesungen. glaube. Na, na.
Na, mein Siri ist angegangen. Ups. Wo war ich jetzt? Ja. Es gibt für mich keinen Grund, und dann noch 5 Euro, 5 bis 10 Dollar zu zahlen für. Gut, das muss ja nicht, das ist ja optional. Ja, ist ja optional, ja sicher, aber schon wieder eine Gebühr. Ja gut, ich denke mir da, Weil für was? du hast bei Amazon mittlerweile so viel Gebühren. Ja, nein. Du hast schon mal dein Prime. Okay. Ja. Dann hast du noch den Aufpreis, damit du Prime werbefrei schauen kannst. Also ja, den habe ich nicht, weil das ist mir Blunzen. Ja, dann sollen sie das Videoangebot nicht in Prime reintun. Dann sollen sie einfach nur eine Kostenpauschale machen. Dann hast du, wie heißt das komische Podcast-Ding hier da oder Hörbuch-Abo, man nennt mal Audible? Na, Audible ist generell schon immer ausgenommen Ja, gewesen. immer. Wie, Aud wieso? Aud Aber Audible ist eigentlich relativ unkompliziert, weil es ist ja so gesehen kein Abo. Audible, ich verstehe, ist Audible-Prinzip nicht. Ich zahle 10 Euro pro Monat oder sowas und kann mir ein Hörbuch holen. Genau, es ist aber so, du kannst dir aber ein teureres Hörbuch holen. Ja, Weil und? teilweise kosten ja Hörbücher, Ja, wenn gut du die Geld. da. Ja, das stimmt schon. Also teilweise würde ja ein Hörbuch, was weiß ich nehme jetzt da, ich schaue jetzt da gerade, kann dir ja passieren, dass ein Hörbuch 15,99 oder 15,95 kostet und jetzt kriegst du halt quasi ein Guthaben. Ja, ich tue mir da bei dem Audio habe ich nicht so ganz verstanden, von dem merkwürdigen Prinzip her, dass es dir quasi als Abo verkauft wird, aber du trotzdem für deinen Artikel zahlen musst. Weil du kriegst Genau, nur ein Hörbuch. es ist kein klassisches Abo. Es ist kein klassisches Abo. Ich meine, du kannst aber mittlerweile, glaube ich, sogar. Na, warte mal, du kriegst, wenn du Audible dieses, unter Anführungszeichen, Abo hast, kannst du dir alle Podcasts anhorchen und noch gewisse andere Sachen und Kinderhörspiele. Welcher Podcast? Achso, die Ja, Audible Exclusive Podcast. genau, dann Ja, kannst du die sind diese eh alle Audible scheiße. Original. Keine Ahnung, ich kenne keinen einzigen. Ja, keine Ahnung, aber die sind die. Solche Podcasts, produzierte Podcasts von Audible oder Spotify, die sind generell schlecht. Sowas kann ich nicht horchen. Habe ich noch nie einen guten gehört. Kann ich nichts machen. Ja. Aber um darauf zurückzukommen, bei Amazon kostet jedes extra Ding extra. Ich hab jetzt mal geschaut. Jedes extra Ding kostet extra. Ich wollt für die Kinder wollte das also ein zusätzliches Amazon Video Kids machen oder wie das heißt. Amazon Video Was? Kids. Das kenne ich alles nicht. Ja. Du hast halt Kids Content. Du hast ja generell prinzipiell bei Amazon kannst du wohl also ein Kids Konto machen. Aber du hast dort trotzdem noch Amazon Kids and Family, bla bla bla. Das hätte wieder extra gekostet mit 4,99 pro Monat. Da hast du halt natürlich seine Sachen dabei. Du kannst das fernsteuern und TV-Zeiten und so weiter einplanen, maximale Dauer, bla bla bla. Aber na, das ist schon wieder extra zum Zollen. Die sollen einfach ein Kackpaket machen, da kostet das halt 150 Euro ist ja und gut Dann ist. nimm's ja keiner. Dann würde ich es zahlen. Dann sind's. Aber dann weiß ich, was ich krieg. Dann habe ich einfach alles. Aber die verlangen für jeden Scheiß ist es ein Prime Video, Prime Video Kids, Prime Gratis Versand, Prime Video Werbelos. Ich verstehe das Konzept. Die können ja einfach einmal ein Paket anbieten. Es ist ja wohl, es ist ja okay. Es ist ja, ich find den Ansatz eh okay, dass es relativ granular anbietet, deine Abonnements. Aber Alter, das ich kostet. war ein Power-User quasi, ein Power-User. Ich hätte gern ein Paket, ich will eine Gebühr zahlen, das ganze Jahr und fertig. Und meine Ruhe haben. Also ich habe mir das gerade angeschaut. Also eine Prime-Mitgliedschaft kostet ja mittlerweile 89,90. Ja. Habe ich sogar nicht im Kopf gehabt. Ich meine, okay, habe ich nicht mitgekriegt, dass die mir 89,90 irgendwann abbuchen. Aber okay, gut, jetzt weiß ich das auch. Also, Überblick deiner Prime-Vorteile in den letzten 12 Monaten. Also, ich habe mir bereits mindestens 383,04 Euro gespart, dank Amazon Prime. Wie viel? 383,04.
Ich weiß zwar nicht, wie sie das rechnen, aber ist ja wurscht. Auf dem Versand wahrscheinlich. Und Ja, die na, und Prime-Angebot, Prime-Angebote, ja. Deine Prime-Vorteile. Sieh dir. Also, es sind 32 Filme und Serien, die ich jetzt streamen kann. Wow. Und Prime Versand. und nicht einmal, Oder ist das das? da ist was dabei, was mich jetzt wirklich interessieren wird. Also, das ist. Sie sollen einfach, so wie du es bei Apple die Möglichkeit auch hast, du kannst dir einfach das rechts unten Modell klicken für dein iCloud und dann hast du alles. Dann hast du alles. Dann hast du Apple Arcade, dann hast du Apple Music, dann hast du dein iCloud-Konto-Kack, du hast also deine 2 TB Speicher, dann hast du Fitness, du kannst das kostet halt nachher $49 im Monat oder 49 € im Monat. Aber du hast die Möglichkeit, da mit einem Klick dein komplettes Paket zu buchen. Und warum kann Amazon nicht einfach sowas anbieten? Ich verliere die Übersicht. Ehrlich gesagt, also Das ist ja das ist ja der Sinn das ist ja dahinter. der Sinn dahinter. Natürlich ist das der Sinn dahinter, ja. Aber ich würde es halt schon begrüßen, wenn sie es einmal ändern, ja. Ja. So, ich meine, ich glaube, die werden das eher noch bis zum Exzess weiterführen. Ja, natürlich, aber Und wahrscheinlich, ich meine, so kann ich ich es glaube nicht sogar, dass machen. das wahrscheinlich irgendwann kommen wird, dass das Standard, der Versand, der günstige, wahrscheinlich die 89 kostet, noch ein Video kostet extra, das kommt ja sicher alles sowieso irgendwann einmal. Ja. Ich weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich, wie wollen die sonst den Umsatz noch nach oben kurbeln? Ja. Was wollen sie noch machen? Ich weiß nicht. Ich finde jetzt das komische Kids-Angebot nicht das, was extra Gebühren gekostet hätte, aber ja. Ich habe es einen Monat getestet und habe es für nicht ausreichend befunden und eh dann wieder storniert. Aber ja, gut. Also, Alexa als Alexa in Zukunft mit optionalem Abo. Schön. Okay. So, dann hoffen wir zum nächsten Thema, würde ich sagen. Dann bringe ich wieder mal was Positives. Was Positives. Es gibt da wobei ich mich gefragt habe, warum das an ehrlich gesagt habe ich mir eh gedacht, warum ist das eigentlich ein Artikel wert? Ein Handwerker hat seine gestohlenen Werkzeuge ausfindig gemacht, indem er einen AirTag darin platziert hat. Die Polizei hat dann ein Diebesgut im Gesamtwert von 3 bis 5 Millionen Dollar gefunden. Jetzt, erstens einmal find ich's eh cool, dass man mit seinen AirTag-Dingsy Sachen tracken kann. Also habe ich auch. Das ist so mein noch freier AirTag, den verleihe ich gerne mal, wenn jemand einen Flug macht und gerne wissen wird, wo sein Koffer ist. So ein bisschen einer Freundin jetzt zweimal geliehen. Hat sich auch ausgezahlt, sagen wir so, weil durch die Irrwege des Koffers, den kriegt man so als normaler Flugreisender ja nie mit, vor allem wenn man dann schlussendlich einmal einen Koffer suchen muss und nicht weiß, wo der Oma ist. Ist ja okay. Und deswegen find die Details eh ganz cool. Dass das jetzt ein Artikel wert ist, weiß ich nicht, weil ich glaube, das wird eigentlich relativ oft passieren, dass jemand sein AirTag irgendwo platziert, wenn was gestohlen worden ist. Ich glaube sogar, das ist normal, was mich wundert, bei diesen teuren Werkzeuge, wie wenn du, wie heißen diese komischen Schwerbohrmaschinen? Milwaukee? Na. Hilti? Ah, Hilti, ja, die glaube ich haben das standardmäßig mittlerweile so einen Tracker drin. Echt? Ja, das kannst du dazu buchen oder dazu kaufen, weil die Maschinen ja relativ teuer sein und die glaube ich relativ gern gestohlen werden. Jetzt Ja. haben die das glaube ich standardmäßig schon dabei, dass du es quasi registriert auf die Firma ist und dann kannst du das tracken oder Das kann sowas. sogar sein, ja.
Ja, das haben die schon relativ früh gehabt. Bluetooth Active Tracking System. Ah, okay. Nein, das ist fürs Gerätemanagement, damit man weiß, was ist. Ja, genau, und das ist aber, das geht gleichzeitig so als Diebstahlschutz und Ah, sowas. okay. Ja, das ist. Ah, okay, stimmt, ja, ist sehr gut, ja. Weil wenn es einmal registriert ist, kannst du andere nicht einfach verwenden. Ja, so in etwa, Ah, ja. okay, cool. Ja. Ja, ich habe die Headlight einfach nur lustig gefunden, weil die das jetzt Detective AirTag nennen hab können. Detective AirTag. Detective AirTag. An sich ist es ja, glaube ich, etwas, was eh eigentlich tagtäglich jetzt passiert. Also, ich habe einen AirTag an meiner Brieftasche und einen AirTag an meinen Autoschlüssel. Autoschlüssel ist ganz wichtig, weil den verlege ich oft einmal. Brieftaschler. Und von dem her, wenn was gestohlen wird oder sowas, also ich würde es auch gerne in mein Auto tun, aber das wird leider nicht gestohlen. Das eher, das sage ich so, da legt da eher jemand noch was rein. Ja, weil er Mitleid hat mit mir. Dann Ja. kriege ich ja noch eine Dose Rostentferner geschenkt. Aber sonst ja, das ist halt das, ja. Allerdings find ich den Umfang interessant, nämlich dass es in Schaden, Diebesgut Millionenhöhe war. Also, das finde ich nachher wieder ganz, ganz witzig, weil das hört sich sehr noch oder klingt sehr noch an ordentlich organisierten Diebstahl an. Das klingt dann in nach, das Weil klingt nach was Größerem. 3 bis 5 Millionen Dollar, da hast du einige hundert Werkzeuge, bis du das Geld Da zusammen muss ich ein hast, ja. paar, da muss ich ein paar Ja, klauen, ja, sagen das wir ist so, cool. oder? Da muss ich ein bisschen was mitnehmen. 15.000 gestohlene Bauwerkzeuge aufgespürt. 15.000, Oh. das ist gut. Da war jemand fleißig beim Baustellen plündern. Das kann man so sagen, ja. Cool. Das kann man so definitiv sagen. Na, nur eine kurze, nette, lustige Nachricht für zwischendrin, sonst haben wir nichts zum Lachen. Das ist vollkommen richtig. Das ist vollkommen richtig. Gut, so. Ja, jetzt gehen wir, weil du davor eh gerade über dein Auto geredet hast. Und zwar ist kommt ja der Renault 5 als Elektroauto raus. Und Alpine wird dazu halt ein sehr ähnliches Modell rausbringen, was halt ein bisschen verspielter, sportlicher ist. Wird wahrscheinlich auch dann etwas teurer sein. Ja, aber der kommt auch als Alpine raus. Heißt dann Alpine A290. Und soll halt so oder irgendwie ja, dann Leute ansprechen, die das halt wahrscheinlich ein bisschen sportlicher haben wollen, oder was Ja. weiß ich was, oder weil sie sagen, ja, ist ja wurscht. Das ist eigentlich ein ziemlich cooler Move, weil der Renault Alpine gilt ja als einer von die Klassiker an Rallye oder Sportwagen. Also Wahrscheinlich ja, wird es in so eine Richtung das, gehen und deswegen, also der Renault Alpine, also der A310 zum Beispiel, das ist ja so richtiger so ja, Straßenrennsau. Und wahrscheinlich will man das jetzt da mit dann so einem kleinen A290 halt jetzt auch machen. Der halt noch, es wird so das Basismodell sein, aber halt mit ordentlich Power drunter. ja, ich glaube, da steht so 36.000 Pfund soll der halt kosten. Ja. Das war ja auch der Anspruch damals von dem Renault Alpine, also quasi so eine Art günstigerer Sportwagen. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie sinnvoll das bei einem Elektroauto ist, aber okay. Es wird einen Markt geben. Ja, es kommt drauf an, ich weiß es nicht, wie jetzt der normale Renault 5 dann ist, weil wenn der jetzt ähnlich Performance hat, führt sich das ja irgendwie ad absurdum. Ja, das stimmt schon, ja, Das aber ist ja bei Elektroautos eigentlich fast schon. Da fragst du dich halt, ja, okay, für was brauche ich das jetzt noch? nachher ist es die Marke. Mit Ja, Alpin verbindest Sportlichkeit. Ah, man, sagen wir halt, okay.
Ja, mehr Sportlichkeit wie mit Renault. Ja, das ist richtig. Ich meine, Ja. das ist richtig. Ich meine, Renault ist eher ein komfortables Auto, was gemütlich ist. Ja, das ist ja der Grund, warum ist Team in der Formel 1 nicht mehr Renault heißt, sondern Alpine. Weil man die sportliche Marke in den Vordergrund stellen wollte. Es ist halt alles Ja, Orca. Es ist und Orca-Zern. wahrscheinlich, weil man immer wollte, dass diese miserable Leistung, was man so mitkriegt von seinen, nicht auf Renault überfährt. Vielleicht auch, aber ich glaube, mittlerweile fahren sie nicht so schlecht, oder? Gibt es Alpine Ich habe eigentlich keine noch? Ahnung, aber die waren ja mal, das war ja immer Ja, das waren so. immer so die Motoren, die einfach explodiert sind beim Fahren. Also, ich muss sagen, Renault baut irgendwie bessere Straßenautos. Also das in der Formel 1, das hatte Schumacher, glaube ich, einmal Formel 1 Weltmeister und der Renault waren, oder? Das war Benetton Renault damals, ja, Okay, ja. stimmt, ja. Da hat das irgendwie noch funktioniert, aber irgendwie hat Renault schon immer besser Straßenautos bauen können. Wahrscheinlich, ja. Da seien sie irgendwie besser. Weil ich finde ja per se den Renault 5 eigentlich, ich finde es ja auch super cool. Das ist ja wirklich ein cooles Elektroauto eigentlich. Okay, muss jetzt mal schauen, ich kenne den gar nicht. Das ist zwar ist ein Clan, also ist ein Clanwagen, Ah. wahrscheinlich so wie ein Polo oder Ah, sowas. okay, ja. Ah, der ist nett, ja. Aber ich finde den eigentlich relativ cool. In was für einer Preisklasse ist denn der unterwegs? Es ist eine gute Frage. Ne, Man. ich bin da jetzt gerade beim. Ich habe da jetzt gerade Übersicht. Ja, okay, Einstiegspaket. Einstiegsding 27.000 Euro ohne, also mit Mobilitätsbonus abgezogen schon. 25.000 Euro als Ja. Einstieg. Ich finde halt die Wahl, die Optik ziemlich retro. Also der schaut schon, der hat schon was von den klassischen alten viereckigen Renaults. Also das gefällt mir schon ganz gut. Ja, der ist irgendwie, der hat was. Wobei man jetzt denkt, 26.990, was hat denn der bitte noch für Reichweite? 410, okay. Okay, 250 Quattstunden Akku. Okay, das ist ein nettes Auto. Ist das jetzt ein Viertürer oder ist das ein Fünftürer? Ah, der hat hinten eine. Ah, der hat im Fenster versenkte Griffe zum Türaufmachen. Okay, Fünftürer. Nett. Dann können wir gleich dabei bleiben, weil das ist das, was ich dir gestern geschickt habe. Der Hyundai Inster, der hat es mir auch ein bisschen angetan. Also. Ah, ja, den hast du gestern geschickt. Ja, das Der ist ist von der Größe wahrscheinlich zu vergleichen. ja, der scheint wahrscheinlich noch ein bisschen pragmatischer zu sein. Ja, er ist optisch ein bisschen pragmatischer, aber das ist auch ein nettes Auto. Aber ich hab noch halt noch einmal ein bisschen so geschaut und verglichen. Der ist halt wirklich ein kleines Auto, gell? Ja, das muss aber per se gar nicht schlecht sein, weil es kann auch, wenn das sinnvoll gemacht ist, kann der innen schon relativ viel Platz bieten. Das schon, aber der bietet halt nicht mehr Platz wie ein Opel Corsa zum Beispiel. Ein Opel Corsa ist sogar eine Spur länger. Gut, wäre jetzt als Beispiel für mich, wäre es vollkommen wurscht. Für mich ehrlich gesagt, ah, weil Ja. ich bring da Frau und zwei Kinder für einen gemütlichen Tagesausflug ohne Probleme unter. Es hat jetzt so geklungen, als ob das ja alle in den Kofferraum Na, bei dem. einsteckt. Bei dem kann man ja, wie man in dem Video gesehen hat, ja alles umkloppen. Also von dem her, die ganzen Bänke umkloppen. Also da kann ich, Also es Frau heißt, und Kinder kann ich, Frau, Kinder gehen in den Kofferraum. Nein, perfekt. die kann ich eigentlich schön durchgehend stapeln, ja. Genau, da kann man erst das Zubehör, wie heißt dieser Skibeutel, wo man dann alle reinstopfen Ja, kann und dann kann man sie genau. reinlegen. Genau. Na eben, ich finde den Hyundai finde ich Ja, fast schon. na, mir kommt da fast ein bisschen vor, es gibt ja, das hat mir leider mal ein Kollege gesagt, es gibt ja in Japan, hat es ja diese Microcars gegeben. Genau, ja. Weil die waren ja auch so, weil der Platz halt so beschränkt war, dass halt ein kompaktes Auto hast, aber wo innen viel Platz ist. Und die haben halt bestimmte Regularien erfüllen müssen, die gleich waren dann auch von der Steuer oder sowas begünstigt. Oder halt von generell da von der Zulassung. Und der geht irgendwie so in die Richtung.
Und ich finde, vor allem, ich finde den Innen echt, den finde ich echt cool gemacht. Also ich finde jetzt auf die Schnelle leider das Video nicht, was in Alex Ja, gestern also ich geschickt hätte es habe. da, ich hätte Ah, kopier's mal in die Shownotes rein, dann haben wir es gleich. Ja, super. es da. Perfekt. Na, das ist, ich habe mir auch gedacht, ich meine, das ist jetzt zwar von außen nicht, dass ich mir denke, okay, wow, ist jetzt ein, das ist jetzt Design oder sowas, aber er ist ja nicht schier. Ich finde. Er ist jetzt nicht, er ist halt ein viereckiger Kasten, ja, aber ein Es Auto ist ist ja halt, sehr pragmatischer ja, Ansatz. genau, ja. Aber sonst muss ich da ehrlich sagen. Ich finde halt die Gimmicks, was der für, also hinten sind halt nur zwei Sitze, okay. Es ist ein Ja, Kleinwagen, gut. also, aber Das ich ist ja bringe wurscht. links und rechts, sitzt ein Kind mit Kindersitz, bringe ich da problemlos unter. Du kannst die Rückbänke noch hinten verschieben, du bringst im Kofferraum trotzdem noch deine Rucksäcke eine. Ja. Deine Tasche für keine Ahnung, wenn du einen Tagesausflug machst, der hat da Dachreling, du kannst da halt aufs Dach immer noch oben eine Box drauf tun, wo du Sachen mitnehmen kannst. Also von dem her Genau, dann kannst du die Nachbarn auch noch mitnehmen. kannst du die Nachbarn auch noch einordnen, ja. Und ich find halt den, nachher den Stunt mit dem mit den anklebbaren Becherhalter und Tablethalter ziemlich cool. Und ich finde halt das auch ziemlich cool, dass man die Sitze eigentlich alle wirklich um 90 Grad ja, umklappen kann. Also es ist schon sehr durchdachtes kleines Auto. Also gefällt mir. Und er ist halt innen relativ spartanisch, Ich aber das finde muss kein innen, Fehler sein. nein, ich finde den innen sogar relativ gut gelöst. Also Ja. der gefällt mir, von der gefällt mir, der Innenraum gefällt mir sogar richtig gut von den Auto. Es ist halt ein kleines Auto. Also du wärst halt mit dem genauso, du wärst mit dem halt mit so einem Auto fällst du heutzutage auf. Das ist Ja, es. eigentlich, Mit es ist ja eigentlich schon fast traurig, dass mit denen dem auffällst. fällst du auf, weil das ist einmal, der ist halb so groß wie einer von den klassischen SUVs, was in der Gegend rumfahren. Ja, Ja. der ist, wenn, ich meine, das kommt jetzt drauf an, wenn du jetzt so in die Richtung, was weiß ich, X5 bis X7 gehst, ist der ein Drittel. Ja, oder so, ja. Also, das ist ja das Nächste. Ich meine, da braucht ein Rafen so viel Gummi wie bei den Auto 4. Genau. Das ist ja das. Also, es ist echt ein nettes Auto. Also, ich weiß nicht, Vor allem, bin einmal. was ich da richtig gut finde, ich meine, das finde ich bei Hyundai generell relativ gescheit, dass die einfach die noch Knöpfe ins Auto einbauen. Ja, es gehen aber jetzt mittlerweile alle wieder ein bisschen zurück zu Knöpfe. Also, das finde ich auch Na, ich ganz meine, gut. und dass die den Scheiß nie angefangen haben, das war die sinnloseste Erfindung, Touchflächen auf dem Lenkrad. Ja. Das war, wo du denkst, warum erfindet man das? Ich meine, ich habe nichts gegen ein Touchscreen, nur halt, ich hätte halt gern so gewisse Funktionen einfach mit einem Tastendruck. Ja. Also, dass zum Beispiel die Frontscheibenbelüftung oder Heizung, die soll halt bitte auf Knopfdruck eingehen. Genau, ich will nicht in irgendein Untermenü da noch Ne, suchen, ja. genau, also das geht mal am Wecker. Ja. Ja, ist Und. eben, bin einmal gespannt, was der noch schlussendlich in Österreich kosten wird. Der Insta, aber der ist ja, das ist für mich so eine Art Vernunftauto, weil ja, und was man drin nicht Platz hat, haut man halt aufs Dach drauf und fertig. Dann hat man halt Was man drin nicht platzt, das haut man halt weg. ja, keine Ahnung, will man einmal einen Radlausflug machen oder sowas, und kauft man sich halt einen Dachgepäcksträger fürs Radl. Gibt sicher dann hinten das, was bei der Sto was bei der, Beim verstehe, was Heck. da bei der, Ja, ja, da gibt genau. sicher Wenn sowas. der Anhängekupplung Vorbereitung hat oder sowas, noch ein Aufpreispflichtige, dann hat man sowas auch zum Beispiel, ja klar. Oder man hat. Hinten ist natürlich besser zwecks Luftwiderstand, also Reichweite nicht so eingeschränkt. Und sonst haut man das halt notfalls aufs Dach. Man macht es ja nicht jeden Tag. Ja, Er hat da dieser. Dachreling, es ist vorbereitet, also da kann man was drauf pappen und fertig. Ich meine, sonst, wenn man wirklich auf Urlaub fährt, leicht man sich am Urlaubsort radeln aus. Ja, oder so. Das geht auch, weil Naja, das ist dann relativ. als Urlaubsauto könnte man den jetzt nicht vorstellen. Dafür ist er auf Zug zu klein. Also da bringe ich meinen Koffer unter, ja. Was boxen du ein, bitte? Ja, kommt drauf an, wie lange ich Urlaub fahre. Eine Woche Also Urlaub sind einmal mindestens drei Unterhosen. eine Woche Urlaub fahre ich mit einem Rucksack. Na, 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 aus dem bin ich mittlerweile draußen.
Und ich meine, und das ist so, ich meine, und ich brauche ein paar Medikamente, die ich mitnehmen muss, und das geht sich aus in einem Rucksack. Ja, okay. Gut, ich brauche keine Medikamente, aber zum Glück noch nicht. Aber nein, ich meine, ich muss abgesehen zum Beispiel vom Antihistaminikum, aber sonst. Nein, ich muss mein Asthma-Spray halt immer dabei ja, haben ja, oder klar, sowas. klar. Aber Nein, das ist es aber auch. ich hab halt so einen kleinen Rollkoffer und den bringe ich in dem Auto unter. Aber wenn du jetzt einmal mit Kindern in Urlaub fährst, dann brauchst du einfach mehr. Ist leider so. Ich habe keine Ahnung. Also ich kann nicht mitreden. Ja, aber von dem her war es wurscht. Also den würde ich jetzt nicht so als Urlaubsauto durchgehen lassen, wenn man jetzt mit der Familie fährt. Aber so als Zweitwagen ist das eigentlich das perfekte E-Auto, finde ich. Er ist klein, sparsam, hat ausreichend Reichweite, fertig. Ich sag sogar, das ist für manche das ideale generelle Auto. Ja, für manche wahrscheinlich sogar das ideale generelle Auto, ja. Also ich sage dir jetzt als Beispiel, für mich persönlich, der Renault 5, glaube ich, ist noch einmal kleiner, oder? Nein, ich glaube, der ist nicht viel kleiner, ne? Also ich sage jetzt gleich Nein, rein, die müssten ungefähr gleich groß sein. für mich wird das Auto von der Größe, das wird vollkommen reichen. Ich hätte da alles Platz. Wohl, ja. Ja, was brauche ich? Ja, ich mein, für's, ja. Also das wäre für mich, ich wüsste nicht einmal, ich benutze meinen Kofferraum ja nie. Gescheit. Na dann haben wir das Weil, wahrscheinlich wirklich genau das richtige Auto für dich, ja. Ja, der Renault 5 gefällt mir als Beispiel auch noch sehr, sehr gut. Ja, eben, der schaut halt gut aus auch noch, gell. Der ist, ich mein, gut, der ist jetzt wahrscheinlich, er ist natürlich nicht ganz günstig, muss man jetzt sagen, der Renault 5. Ja, 27.000, ja, ist halt Also ein bisschen teurer wie der Insta. Ich habe mir jetzt einmal voll gemacht, dass er die ganzen Spaß-Features auch drin hat, wie die Assistenzsysteme etc. Dann kostet er schon 30. Man, was jetzt natürlich, was man sagen muss, im Vergleich dazu zu anderen, ist der halt auch relativ günstig. Also jetzt schaue ich mal nach, was der Insta für einen Radstand hat. Dann können wir da jetzt wirklich einmal knapp schauen. Also der Insta hat einen Radstand von 2,60 Meter, also wie weit die Reifen auseinander sind. Der Renault hat, warte mal, ich schau da gerade, 2,53 Meter, 2,54 Meter. Also die Reifen sind ein bisschen näher beieinander. Ja. Der Renault 5 hat eine Länge von knapp 4 Metern. Der Insta hat eine Länge von Länge von 3,83 Meter. Also der ist kürzer. Der Renault ist sogar länger. Alter, und der Alter. Insta hat eine Breite von 1,60 Meter. Ja. Und der Renault hat eine Breite von 1,75 Meter bis 1,80 Meter. Ja, 1,80 Meter wahrscheinlich mit die 1,80 Meter mit die Spiegel. Und der Renault und der Insta 1,60 Meter mit die Spiegel. Und der Höhe hat der Renault von 1,50 und der Insta hat eine Höhe von, das steht jetzt nicht. Ja, die Höhe steht nicht dabei. Oh ja. Weil Er ist kleiner, ja. Okay, dann hat das, weil der wirkt, weil wenn ich mir das jetzt er wirkt wuchtiger, er wirkt größer, ja. Na, vor allem der Innenraum wirkt beim Hyundai wesentlich geräumiger, jetzt rein von den Bildern her. Ich kann es jetzt nicht beurteilen. Ja, weil du halt nur zwei Sitze pro Sitzreihe hast. Ja, aber das ist, ich denke mal jetzt zum Beispiel, wenn ich mir den Renault 5 anschaue, für was muss der hinten einen dritten Sitz haben in der Mitte? Der ist eh, da kann eh keiner sitzen. Ja, da tut man eh nur Tasche oder Spielzeug zwischendrin ein, ja. Seien wir uns ehrlich, in was für ein Auto ist hinten der mittlere Sitz sinnvoll, nutzbar? Ja, für drei Erwachsene. S-Klasse. Nicht einmal dort, wahrscheinlich. Na, du weißt, du baust keinen dritten ein. Achso, ja, stimmt. Das stimmt. Es ist vollkommen richtig. Das ist ja VW-Bus. Ja, okay. Ja, in einem Bus, ja. Okay, ja, VW-Bus, ja. Aber sonst, ich bin nicht bei dir. Wie oft ist das sinnvoll? Wer braucht es? Ich meine, wie oft fährst du zu zweit mit einem Auto? Ich meine, du wahrscheinlich öfter. Oder wie oft fährst du zu dritt mit einem Auto? Also, wie zu dritt? Zu dritt hinten? Ja, dass generell drei Leute in einem Auto sitzen.
Selten, ja. Also das ist bei mir, das kann ich auf einer Hand abzählen Ja, im Jahr. ja. Wenn ich mit mehr Menschen unterwegs bin, dann sind es meistens die Kinder und nachher fahre ich mit dem Auto, nehme das Auto von der Frau, weil es ist größer. Ja. Ja, es ist, kannst du sagen, ein kleiner Family Van. Ein kleiner Family Van. Also er ist jetzt auch nicht sonderlich groß, aber ein bisschen Platzangebot hat man halt dann doch drinnen. Ja. Für Hab und Gut. Also von dem her, ich finde es cool, dass zumindest einmal dass jetzt einmal zwei Kleinwagen da irgendwo auf dem Markt sind, die zumindest in der Naja, du musst. kleinsten, in der niedrigsten Ausstattungsvariante zumindest unter 30.000 Euro sind. Naja, du musst jetzt überlegen, die meisten Autos sind einfach, was so Leute kaufen, sind halt Kleinwagen. Oder so Golf oder irgend sowas. Ja, Wie viel Leute kaufen denn die Riesenschießeln? viele. Jeder, der ein Auto hätte, heutzutage kommt man vor, kauft sich einen SUV. Ja, klar, ich meine, das ist ja das Nächste, das Angebot. Du versuch einmal heutzutage unter Anführungszeichen eine normale Limousine wo zu kriegen. Oder ein Kombi, einen normalen Kombi. Ja, du bist bei, du kaufst da einen Passat-Kombi oder einen Skoda Octavia oder Superb-Kombi und dann bist du gleich mal 50.000 Euro los. Ja, ebenso. Und jetzt Und ist die das ist in Frage, der Basisausstattung. ja, und wie viele Leute kaufen das? Viele? Wenig. Ja, gut, ich meine, das ist halt geleast man, oder was weiß ich Ja, was. genau. Wo halt sagen muss, ja, okay, brauche ich es wirklich? Na, ich meine, das ist immer die meisten Sachen so. Na eh. Also, ja, also ich muss da auch sagen, also für mich, ich meine, es ist ja nebenbei das, die ganzen Autos und das, wenn du, glaube ich, jetzt so den Klassiker, den Golf über die Jahrzehnte vergleichst, die sind ja immer größer geworden. Ja, sicher. Also, Apollo ist ja heute so groß, wie ein Golf einmal früher war. Apollo ist größer als ein Golf früher war. Ja, eben. Eben, das ist es ja. Da gibt es ja oft so Geschichten, wo man, wo sie zu, wo die ganze Familie mit Gepäck und allem drum und dran zu fünft noch, keine Ahnung, Lignano in Urlaub gefahren sind. Und das in einem Golf 1. Ja. Und ja. Und das ist auch gegangen. Aber trotzdem will man sich heutzutage einfach ein SUV kaufen, weil man könnte vielleicht ja doch noch im Kofferraum, Ja, das ist dieses. keine Ahnung, die Leiche von einem Hitchhiker mitnehmen. Wie sagt man Hitchhiker? Was ist die deutsche Übersetzung? An Anhalter. Anhalter, ja genau. Na, das Ding ist. Ja, das ist halt da. Ich meine, das wird irgendwann die ganzen Hersteller sowieso so am Schädel fallen, Deswegen diesen Ding. sage ich ja, mit so einem Insta oder mit so einem Renault fallst auf, weil du hast ein Ja. kleines Auto und das fällt auf unter der riesigen Masse an die fetten, sinnlosen SUVs. Ja, das ist richtig. Na, vor allem, es ist auch in mehrerlei Hinsicht, die haben halt das, verstehe, das ist halt immer so mitverkauft und der ist ja sicheres Auto und bla 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 bla. Und ja, im Endeffekt, ich meine. Man muss schon sagen, es ist bequem, aus einem großen SUV auszusteigen. Ja, Aber okay. und der Rundumblick ist auch gut. Man hat da einfach durch die höhere Sitzposition einen besseren Blick. Aber Ja, okay. sind für mich, die zwei Argumente sind für mich keine 20.000 Euro wert. Na, vor allem, jetzt seien wir uns einmal ehrlich, das hat früher, wenn du als Beispiel an so einen Minivan gedacht hast, der hat das auch gehabt. Wer? Da bist du, wenn du einfach so einen Van früher gekauft hast, so einen Minivan oder irgend sowas, da bist du höher drin gesessen. Der war nicht so groß wie ein SUV und der hat viel Platz gehabt, du hast eine gute Übersicht gehabt. Ja. Was war das Problem? Also, wo man denkt, na okay, jetzt muss alles ein SUV sein. Wie gesagt, großes, bulliges, wuchtiges Auto, ja, okay, mag sicher irgendwie seinen Reiz haben. Aber wenn man es nicht braucht, sollte man sich's auch nicht kaufen. Es braucht kein Mensch, weil wenn du Förster bist, kannst du eh kein SUV kaufen. Ja, dann brauchst du eh einen Geländewagen. Da brauchst du eh Ja, nicht einen richtig. Das echten Geländewagen, ja. ist ja das. Das Ding ist, es ist eigentlich eine reine, es ist ein Marketingprodukt. Ja. Und ja, das bleibt's und das wird es immer bleiben. Und ja, brauchen jetzt kein Mensch.
Ja. Ja. Gut. Gut, Hast du so, eigentlich warte ein mal. Update, hast du eigentlich ein Update zum Auto von unserem allseits beliebten Na, habe ich nicht. Also. Waschmaschinen- und Roboterhersteller? Na. Nicht, okay. Nö, nö. Also, ich habe leider noch etwas zu BYD. Ah. Und zwar, die bringen jetzt mit BYD und CATL oder CATL oder CATL. Die bringen jetzt an diese 6C-Akkus raus, die sind jetzt mit Lithium-Eisenphosphat. Die haben jetzt dann sehr hohe Reichweiten und du kannst sie von 0 auf 100% in 10 Minuten aufladen. Theoretisch. Was von Es 0 gibt auf nämlich wie viel was? von 0 auf 100%. Problem ist leider, du brauchst eine dementsprechende Ladestation dafür. Ja, Weil du gut. brauchst eine Ladeleistung von 360 Kilowattstunden. Ja, okay. Ja. Das zeige ich nachher, das werde ich eh. Das kommt dann nach und nach. Da mache ich mir jetzt auch keine Sorgen, aber wow. Jupp, das ist schnell. Und von 10 auf 80 geht dann noch schneller. Wow. Ja, das ist dann schneller als jedes Tanken bei der Tankstelle. Naja, na, das nicht, Mit, du, aber. ja, du bist, du rei, bist du reingegangen, bist gezahlt, hast wieder heraus und bist. Da kannst du sagen, das ist dann schneller. Keine Ahnung, ich habe schon lange nicht mehr in der Tankstelle direkt gezahlt. Ich suche lieber Ja. Tankstellen auf, die einen Automaten haben. Ich will menschlichen Ja, das, Kontakt auf ein Minimum das, das, reduzieren. bevor, das, be, das bevorzuge, ja. Ja. Aber die blöde Aussage, wie man muss eine halbe, dreiviertel Stunde so ein Akku laden, das von den ganzen Diesel- und Benziner-Freunde daherkommt, dass so ein Auto nicht praktisch ist, weil man die halbe Zeit nur darauf wartet, dass es ladet, wäre halt nachher, das Argument wäre halt nachher weg, wenn es die Das, Infrastruktur gibt. ich meine, das Argument ist jetzt schon teilweise Ja. ein bisschen komisch, aber Ohne, okay. ja, abgesehen davon, weil wenn man noch 400 Kilometer fährt, sein Auto eine Dreiviertelstunde stehen lassen muss, ist das in meinen Augen eigentlich sogar sinnvoll. Es muss eh nicht, das ist ja das Nächste. Ja. Das ist ja bei jetzigen oder bei früheren Varianten schon nicht der Fall gewesen. Ja. Ja, also das heißt, Cool. das kommt jetzt noch. Ne? Und jetzt nur das Letzte und zwar VW Aber und warte mal, Re. aber warte mal. Ja. 11B-Akkus sind günstiger als Nickel-Kobalt-Mangan-Akkus. Und die Rohstoffe sind günstiger und du hast kein Kobalt und kein Mangan drin. Das ist eigentlich ganz gut für eigentlich auch alles andere, wenn die Ja. Akkutechnik sich nachher durchsetzt. Sehr gut. Okay, während die Akkus günstiger, womit theoretisch auch die Autos endlich noch einmal ein bisschen günstiger oder die Elektroautos endlich einmal ein bisschen günstiger werden könnten, ja. Cool. Ja, und dann noch was, und zwar Volkswagen steckt 5 Milliarden US-Dollar in Rivian rein, oder die machen, glaube ich, so ein Joint Venture, weil VW will endlich das Softwareproblem in den Griff bekommen. Ja, sehr gut. Ein bisschen Sport, aber ja, sehr gut. Ist der Ruf erst ruiniert? Ja, ich meine, das bringt VW ja nicht um. Ich frage mich leider, warum man nicht von Anfang an auf Google gesetzt hat. Wieso? Ja, das hat Renault auch so gemacht und Polestar etc. Die haben einfach das Android-Ding als generelle Software ins Auto gebracht. Und die haben das Problem nie gehabt. Na, ich verstehe schon, dass man da seine eigenen Wege gehen will. Ja, das ist halt, Aber ich finde das. man muss halt, das ist halt wie immer in der Softwareentwicklung. Man kann nicht einfach sagen, da macht's und nachher bringt man ein halbgares Produkt aus. Man muss da halt
unendlich, nicht unendlich, aber man muss da halt viel Geld einstecken und Softwareentwicklung ist für sowas wie VW seit jetzt nicht erst seit Elektroautos, sondern VW hat das schon seit 10, 15 Jahren, wo die ganzen Entertainment und Car-Entertainment Sachen in früher war es bei einem Auto wurscht, da war ein Radio drin und die Ja, ich Klimaanlagensteuerung, weiß schon. da Ja, war klar. nichts und das ist immer mehr dazu gekommen mit Karten und zuerst einmal hat das mit den Navis angefangen, nachher mit den Karten, nachher hast du dein komplettes Entertainment-Dings drin gehabt, hast LEDs ansteuern können, die Autobeleuchtung machen können, dein Fahrprofil abspeichern können, dass sich das Sitz automatisch einstellt und so weiter und so fort. Und VW hat es 10, 15, 20 Jahre nicht auf die Reihe gebracht, einfach weil sie einfach wahrscheinlich zu wenig Geld eingesteckt haben oder zu wenig Geld den richtigen Leuten gegeben haben. Das Geld wird halt irgendwo bei diversen Entscheidungsträgern und wo auch immer Teamleitern hängen geblieben sein. Oder du musst die Softwareentwicklung zahlen, nicht den Manager. Um das Nein. geht es. Die brauchen Geld zum Testen und zum Entwickeln. Punkt. Das Und ist VW halt nach wie und vor. das Google-Dings, das ist für mich auch keine Lösung, weil du übergibst quasi dein Auto in die Hände von einer Datenkrake. Das ist ja auch nichts, was du haben willst. Du hast als VW nachher eigentlich bist selber nicht mehr Herr deiner Daten, weil es läuft halt dann alles über Google-Services und Google-Dienste und du kannst dann für nichts garantieren. Gut, ich würde jetzt so bei VW wahrscheinlich bei der Software auch nichts garantieren. Ja. Also ich sage halt so, der Vorteil ist halt das, die Android-Geschichte läuft halt zumindest. Ja. Das ist halt das, weil das war jetzt eher schon für die Autos war das halt schon sehr, sehr lächerlich, was die da rausgebracht haben. Es ist ja jetzt das nächste VW-Brick, jetzt das Update oder ihr Software-Update für ihre Autos, wo ja viele Sachen gefixt worden sind, viele Bugs gefixt worden sind. Aber das kriegen auch nicht alle Autos. So ein Ja, 2 Jahre alter ID3 fällt außer, weil die Hardware zu schwach ist fürs Update. super, oder? Ich meine, wie kann man sowas nur machen? Ja, das ist ja seine Wurst. Ja, sicher ist es denen wurscht, aber du hast halt jetzt ein ID3, der einfach scheiße ist. Ja. Und VW, die haben es einfach nicht verstanden, dass die Software im Auto heutzutage ist A und O ist. Das ist das, mit dem du die abheben kannst. Das Design interessiert keinen mehr, weil die Autos eh alle gleich ausschauen. Ja, das ist richtig. Elektrische Fensterheber und so ein Scheiß hat jeder. Du kannst dich auch mit der Hardware jetzt nicht mehr sonderlich abheben vom Rest. Heckklappe, die sich automatisch schließt. Fensterheber, 40 Zonen Klimaautomatik, das ist nichts mehr, wo du dich abheben kannst vom Rest. Du musst dich bei der. Also ich kann dich beruhigen, der VW ID3, der hat nicht einmal eine elektrisch öffnende Heckklappe. Ja, eh, wahrscheinlich. Der hat das nicht. Ja, ist für mich sowieso etwas, wo ich mir denke, ja, ich brauche es nicht. Daran wird mein Leben nicht zugrunde gehen, dass ich sowas nicht habe. Aber VW hat es bis heute, oder die haben es bis heute nicht verstanden, dass es die Software ist, mit der man sich abheben kann. Weil die Autos heutzutage, das sind alle gleich. Es gibt keinen Unterschied mehr. Der einzige Unterschied ist nur noch die Software. Die Software und die Effizienz vom Motor, ob es jetzt Elektromotor, Diesel oder Benziner ist. Ja, bei der Effizienz vom Elektromotor kommt Aerodynamik natürlich auch dazu. Aber das ist ein Ja, anderes dann darf Thema. man keinen SUV bauen, wenn man auf Aerodynamik steht, ja. Nein, eh nicht. Also Eben. das, Das da kannst. ist ja das. Aber du hast prinzipiell recht, ein modernes Auto ist Software. Ein modernes Auto ist Software und da muss man sich abheben und da muss man einfach Geld einbuttern in die Softwareentwicklung. VW hat seit 15, 20 Jahren nichts in der Richtung, zu wenig getan. Dass er jetzt mit Rivian sich zusammentun, okay, ja, mei, dann sollen sie halt, ja. Kann nur besser werden, würde ich sagen. Ja, schlimmer geht nie mehr. Schlimmer geht's nicht mehr, ne? Na, aber VW ist ja. Ich verstehe, ist das Gehabe von VW eh nicht mehr, weil jetzt sagen sie halt wieder, ja, na, Elektroautos, puh, na,
das Drama jetzt ab, weil nicht Drama ab, aber wir konzentrieren uns jetzt wieder auf unsere Kernkompetenz, nämlich Verbrenner. Das war Ja, ja das ist, jetzt wieder der Artikel vor ein paar Wochen. na, weißt du, was das Problem ist? Da muss ich ja sagen, da kann ich ja danke wahrscheinlich FDP sagen und die ganzen anderen komischen Fraktionen da, die immer diese Technologieoffenheit fordern oder was weiß ich was oder wie es den Schwachsinn da immer nennen. Ja, klar, jetzt sagen die natürlich, na, wir wollen das Verbrenner auskippen. Ja. So. Was passiert jetzt natürlich bei jedem aktiennotierten Unternehmen? Ja klar, jetzt sagen die Aktionäre ja, hey, einmal, Moment einmal, wir wollen ja Kohle verdienen mit den Laden da. Genau, ja. So, und so machst du jede Wirtschaft hin, weil man denkt, hey, macht's dich einfach mal einen klaren Vorplan mit simplen Regeln. Wenn es heißt, ab 2030 gibt es keinen neuen Verbrenner mehr, gibt es keinen neuen Verbrenner mehr. Fertig. Naja, das stimmt ja nicht. Es gibt ja wohl, na, Verbrenner kannst du ja verkaufen. Du kannst auch Verbrenner bauen. Die müssen aber Zero-Emission-Verbrenner sein. Ja gut, das gibt's mit an Diesel und an Benzin nicht. Na eben, das gibt's. Wir, Das gibt's so. mit den zwei Treibstofforten gibt es das nicht. Deswegen ist es ja das, was so viel Geld jetzt reinbuttern, nämlich 60 Milliarden Euro. Das ist jetzt dieses komische FDP-Dings vom E-Fuel. Der Ja. schadstofffreie. Ein schadstofffreies Verbrennungsgemisch. Ich meine, Ja. da wird was verbrennt. Wie soll das schadstofffrei sein? Ja, vergiss. Nein, es ist Muss ich vor allem. da einfach noch alle 10.000 Kilometer hinten meinen Kübel ausleeren, wo der ganze Feinstaub drinnen ist und darf dafür beim Service noch einen 14.000 Euro für die Entsorgung zahlen? So in etwa, Es ja. Natürlich wäre es schon möglich, das da hinten alles so außen zu filtern, dass da Zero Emissions sind, ja, aber die müssen halt irgendwo aufgefangen werden. Das ist kompletter Irrsinn, was VW da macht und FDP sowieso. Das Thema ist von der Rechnung her einfach durch. Wasserstoff rentiert sich nicht, ist zu teuer für Autos, weil das braucht man eh für andere Spezialanwendungen. Und wenn du Wasserstoff den Effi, geht ja. das braucht man eh für ganz andere Dinge und wir haben es eh nicht. Wo soll schon die Menge herkriegen? Das ist Eben, ja das Nächste. das ist das Nächste, ja. Und es gibt nichts Effizienteres als das Elektroauto. Das ist einfach, das ist eine Tatsache. Es ist Fertig. eine Tatsache und vor allem, Wasser. ich habe es eh schon breit getreten, es gibt auch nichts Simpleres als ein Elektroauto. Da Na, ist es eine gibt nichts Simples. Batterie drin und ein Motor. Vor allem, Punkt. man muss sich leider eine Sache anschauen, wie viel es neue Elektroautohersteller mittlerweile gibt. Ja, Bei gut. Verbrenner hat das nie so angefangen. Das mit den Elektroautoherstellern, das ist mir eher ein bisschen ein Dorn im Auge, weil die werden alle nach der Reihe wieder wegsterben. Da werden ganz, ganz viele wieder wegsterben. Natürlich sterben die weg, aber wer Die hat ersten denn sind jetzt eh angefangen? weggestorben, oder? Also Na, aber große. kannst du in die letzten, was weiß ich, wenn jetzt so mal 20 Jahre hintergehst, wie viele neue Hersteller gibt es denn wirklich, die einen Verbrenner gebaut haben? Na, Keinen. Korn. Na, natürlich nicht. Weil wenn, waren das eh schon vorher Riesenkonzerne, die irgendwas dazu gekauft haben, eine Marke, Ja. aber dass da jemand gesagt hat, na, ich entwickle jetzt einen neuen Motor, klar, sicher, Na, fangen wir an. eben. Und wenn wir jetzt von Autohersteller ausgehen, dann gehe ich von jemandem aus, der was gar Verbrennermotor mitbringt. Weil Ja, richtig. Hersteller sind schon in den letzten 20 bis 30 Jahren einige auf den Markt gekommen, aber es sind die halt so kleine Buden, die einfach 5, 6 Supersportwagen ins Jahr bauen. Nur, da Genau. ist halt, aber die bauen den Motor nicht selber. Den kaufen Die haben sie ihn zu, zugekauft. ja, genau. Ja, genau. Das meine ich damit. Und Ja. bei einem Elektroauto, ja, da geht es. Es gibt nichts Simpleres als eine Batterie und ein Elektromotor. Das zeigt dir jedes Lego-Technik-Modell ein 90er Jahr, wie man ein Auto baut mit sowas. Ja. Und das haben Kinder von 8 bis 99 oder 6 bis 99 Jahre haben sowas zusammenbauen können. Oder ein Elektroauto ist einfach eben. Motor, Akku, Software. Die drei Sachen brauchst du. Und Ja, simpel gesagt, ja. simpel. Du brauchst kein Getriebe, du brauchst keine Kupplung, du Ja. brauchst einfach den ganzen Bullshit nicht mehr. Ja. Es ist vom Konzept her nichts einfacher wie das. Aber VW, keine Ahnung.
ich weiß, mittlerweile muss ich echt sagen, bei BMW bin ich schon skeptisch, schon seit ein paar Jahren, und VW, ich glaube, die gibt es in 20 Jahren nicht mehr. Naja, warte mal. Denen wird es auf den Schädel fallen. Warte mal. Außer sie top. Warte mal. Hey, du hast gesehen, was mit Nokia oder BlackBerry passiert ist. Ja, eh, Die aber waren warte mal. von heute auf morgen weg. Eh, VW hat schon vieles überstanden. Ja, vor allem, du denkst, VW hat halt, der Vorteil von VW ist halt einfach das, die haben eine Marke oder nein, mehrere Marken, die halt ziehen. Und ich meine jetzt in dem Fall, eine Marke haben sie halt, die ziehen immer, das ist Porsche. Ja, Porsche zieht immer. Porsche kann von mir aus mit einem mit Porsche können sie von mir aus mit einem E-Fuel-Verbrenner außerbringen. Spricht der Bringen sie auch nicht. Porsche haben sie eh Elektro. ja, aber es spricht für mich auch nichts dagegen, dass keine Ahnung, dass sie einfach eine Marke mit der machen sie Verbrenner. Okay, gut. An Porsche leistet sich sowieso nur ein extrem kleiner Teil der Bevölkerung. Richtig, nein, ich sage aber, Porsche ist ja, das druckt ja Geld, das Ding. Ja, sicher, aber Das ist ja für die quasi, und VW gehört ja noch viel mehr, das ist ja das Nächste. ja, Also VW besitzt ja, ich meine, Lamborghini. Ducati gehört ja auch VW. Lamborghini gehört auch VW. Ja, es gehört alles zusammen, also die sind ja Bei, riesengroß. bei, bei, okay, von mir aus kann ja so ein Konzern wie VW einfach sagen, okay, ja, passt, wir bleiben bei Verbrenner, aber dann sollen sie es. Bleiben Sie nicht. Dann sollen sie markenorientiert bleiben. Das ist, sollen zumindest, es macht heutzutage keinen Unterschied mehr, ob du dir einen Mittelklassewagen von VW kaufst, von Skoda oder von Seat. Das ist alles dasselbe. Es kommt nur aus unterschiedlichen Werken. Seat gibt es ja jetzt gar nicht mehr. Ja. Das heißt jetzt, heißt das nicht Cupra Ja, jetzt? Cupra ist die. Also Cupra war früher die Tuning-Variante vom Seat. Und Genau, jetzt. jetzt glaube ich, gibt es nur mal Na, Cooper. Seat gibt es wohl noch, aber Cupra ist die Elektroschiene von Seat. Wollen die nicht Seat auflassen? Ich glaube, Seat, also wenn es bei dem aktuellen Konzept bleibt, ist Seat einfach weiterhin das, wo sie die Verbrenner bauen. Und spätestens 2030 halt noch nicht mehr. Genau, weil das sieht, weil bei Seat sieht jetzt auch, da haben sie so E-Mopeds drin und sowas. Ja, wahrscheinlich. Na, aber ich sehe da schon, da fallen da gewisse Autos schon weg. Ja, vermutlich werden es da wohl, das wird wahrscheinlich wohl wegfallen Ja, dann. also was ich weiß, ist die Orientierung so, also die Markenfestlegung so, Cupra macht die Elektro-Varianten. Früher war Okay, Cupra die okay. sportlichen Seat-Modelle. Jetzt macht man Elektro. Ja, genau. Aber wie gesagt, die Taktik von VW verstehe ich nicht. Hätte es mal um 5 Milliarden Software machen lassen, okay, mit Rivian zusammen. Und nachher nochmal 60 Milliarden in die Verbrennerentwicklung investieren. Ich meine, Na, das ist für weißt, wenn mich. die 60 Milliarden in die Elektroautoentwicklung stecken würden, dann hätten wir unseren Volkswagen für unter 20.000 Euro schon. Ja, ich sag's, das ist einfach, das ist ein Irrweg, denn die Politik da generell, dass sie allein die Diskussion wieder aufgemacht hat, weil da schon wieder Hoffnung besteht, aber man hätte halt einfach ganz klar sagen müssen, ab 2030 ist es so, das ist in Stein gemeißelt und wir reden nicht einmal mehr drüber. Es ist eh in Stein gemeißelt. Ja, eh, leise, Es kann besteht halt mit wieder den ganzen. gekippt werden, so wie halt immer Ja, etwas gekippt werden kann. genau, und da muss halt der Klassiker sein, da muss halt auch Politik so weit sein. Ich meine, es ist die ÖVP jetzt auch nicht besser in den Land, Ja, sagen wir gut, es, wie es nein, ist. genau, hör mal auf mit D. Offen. Das sind halt auch so spezielle, was weiß ich weiß nicht, wie man auf diese Gedankengänge kommt. Das ist ja das Nächste. Aber das ist halt, ja, das ist halt quasi ein Schritt, wieder 3 Schritte zurück. Ein Schritt vor, vierer zurück, ja. Ja, und das ist halt, dass sich das verändern wird, ja, ist halt einfach so. Das ist halt Tatsache. Aber ja, man muss es ja nicht Ja, einsehen, scheinbar. es ist die. Ob es jetzt Tatsache ist, weiß ich nicht. Ob sie es technisch vielleicht irgendwann einmal gelöst kriegen, einen Zero-Emission-Verbrenner zu verbauen, würde ich jetzt nicht abschreiben.
Aber warum man sich in die Richtung orientiert, wenn es oft, wenn die offensichtliche Lösung eh schon da ist, Ja, das ist, na, vor das allem, ist für mich die Frage, weil ich meine. natürlich, man kann Verbrenner optimieren ohne Ende. Es gibt Benziner, die haben schon extrem geringe CO2-Werte. Man kann das noch weiter drucken und so weiter. Das Es geht. hat aber nur nach wie vor einen CO2-Wert. Ja, es hat eben nach wie vor einen CO2-Wert. Ja, das stimmt. Man kann es aber noch weiter drucken. Ich bin mir sicher, man kann es weit oben bringen oder auch irgendwie durch irgendein Voodoo gegen Null oder auf Null. Aber die Lösung ist ja schon da. Warum, Naja, vor allem, ich will ja nicht das Radl neu erfinden. es ist halt das, gell. Es ist halt der Unterschied, ob du jetzt ein, nehmen wir es jetzt blöd gesagt, ein Formel-1-Rennzirkus mit 20 Autos im Kreis fährt oder ob wir 1 Million Autos nehmen. Das macht halt da schon einen riesen Unterschied. Ich meine, klar, in der Formel 1 mag das theoretisch, werden die schon irgendeinen so einen schwindligen Weg finden, dass das theoretisch neutral ist. Ja, sicher, ja. Theoretisch, bilanziell oder was weiß ich, Ja, was halt, ist ja sicher, dann wenn wurscht, es ja. aber und das ist halt dann für 20 Autos, ja, ist schön und gut, weil halt, dass jetzt Hans-Werner Kunze im Kreis fahren kann, ist das halt ein bisschen teuer. Genau. Und da, also für mich ist das einfach nur so eine Art Panikreaktion. Es ist eine reine Panikreaktion, weil man die Fälle davon schwimmen sieht. Weil jetzt käme eine Formel. Die koreanischen, die japanischen, die chinesischen Hersteller, die es einfach zumindest großteils schaffen und da die amerikanischen Hersteller, wenn wir Tesla jetzt nicht ausnehmen, die es halt schaffen, Autos zu bauen, Elektroautos zu bauen, die vergleichsweise mehr oder weniger günstig, aber man sieht es mit Renault und damit dem Hyundai Inster, die es vergleichsweise günstig gibt, die vergleichsweise einfach aufgebaut sind, die gute Software haben. Und VW hat da jetzt irgendwie die Panik und will sich auf ihre Kernkompetenz, nämlich den Verbrenner, konzentrieren, weil das kennen sie, okay? Das kennen sie, gut. Verbrennermotoren in den letzten 20 Jahren haben sie auch keine richtig guten Motoren mehr gebaut, aber das kennen sie. Und das ist jetzt die Panikreaktion, weil sie einfach ihre Fälle davon schwimmen sehen. Und ja, wir investieren in Verbrenner, weil das ist unsere Kernkompetenz. Und alle anderen können von uns aus Elektro machen. Wir bleiben dabei. Ja, sie machen ja wohl Elektro. Das ist ja nicht das, Ja, dass sie das aber nicht machen. natürlich machen sie es. Aber man sieht es ja bei dem, wie sie es machen. Das ist alles so halbherzig. Da ist kein. Ich will jetzt anderen Herstellern auch nicht Ideale oder irgendein hehres Ziel unterstellen. Das haben die nicht, denen geht es ja auch nur ums Geld. Aber VW macht das einfach so lieblos. Ihre ersten Elektroautos waren einfach die gleiche Plattform. Die haben sich ja ewig lang nicht entscheiden können, dass sie überhaupt einmal eine standardisierte Elektroplattform außerbringen. Die haben einfach Naja, ihre gut, das. Verbrenner umgebaut auf E. Da waren andere viel schneller. Sagen wir so, VW ist wahrscheinlich als Konzern funktioniert es mittlerweile via Behörde. Und da das ein deutsches Unternehmen ist, schicken die sich die Abteilung untereinander wahrscheinlich sogar Faxe. Und das ist verschlafen worden. Die haben einfach das verschlafen. Und jetzt, Naja, du das ist musst eine noch. Panikreaktion. Du musst nur sagen, eigentlich wär noch langsamer waren japanische Ja, Autohersteller. Mazda. Mazda, Ja, Toyota. Toyota. Toyota hat nur ein Elektroauto. Und dabei waren die Und mit dem das. Prius so weit vorne, wenn's, wenn, Ja, wenn, 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 richtig. wenn es Ich meine, um die nebenbei, das ist Hybriden das gegangen Nächste. ist. In Prius gibt es nicht das Elektroauto. Das ist. Das gibt es. Und. Also die japanischen waren noch viel, ja, da ist Honda hat ja auch nichts. Ja, Honda hat auch nichts. Ne? Also ich glaube, jetzt haben sie ein Modell oder sowas, ja. Ja, sie haben schon ein Modell, aber das war eher, naja. Mazda ist genauso. Auf den Hersteller lasse ich eigentlich auch nichts kommen, weil die bauen bis heute gute Verbrennermotoren und zuverlässige Verbrennermotoren im Gegensatz zu VW. Hilft da halt nichts. Aber es hilft da halt nichts. Die haben das auch verschlafen. Mir kommt vor, das sind die konservativen Hersteller, die sich nichts Neues getrauen, die kriegen, fallen gerade ein bisschen auf die Schnauze. Ja,
ich bin mir ziemlich sicher, ich meine, VW hat ja den ID.7 jetzt vorgestellt. Ja. Ich meine, er ist nicht günstig, braucht man jetzt auch nicht sagen, aber sonst vom Ding her, man, das, er kann alles. Also Eben, er, eben. das, Na, er kann schon dort darf alles. man eh nichts sagen. Aber Kernproblem, er ist halt nicht günstig. Das ist halt wieder ein Auto für reiche Leute. Gut, VW war noch nie günstig. In die letzten 20, 30 Jahren. Na, das stimmt. VW war nie günstig. Aber VW hat günstige, im VW-Konzern hat es günstige Alternativen gegeben, wie Skoda Hat oder es Seat. gegeben. Und das gibt es auch nicht mehr. Genau, weil das gibt es halt bei VW nicht mehr. Das gibt es nicht mehr, na. Weil die Skoda sind jetzt preislich das, was früher die VW waren. Und VW ist noch einmal teurer, und VW ist jetzt das, was früher Audi war. Und Audi ist jetzt noch Und einmal Audi teurer. ist eine Stufe Und Audi drüber. ist jetzt Ja, noch einmal eine genau. Stufe höher. Stufe teurer. Ja. Die haben einfach nicht mehr das günstige Auto aus dem Volkswagen-Konzern gibt es nicht mehr. Na, das hat es aber, glaube ich, schon lange nicht mehr gegeben. Vor 20 Jahren die Skodas, vor 10 Jahren noch die Ja, Skodas. gut. Das hat sich dann Aber irgendwann das in die hat Breite sich gelassen. komplett, das hat sich komplett gedreht, das gibt es nicht mehr, ne? Ja, das ist so, ich meine, die günstigsten Elektroautos kämen halt nach wie vor aus China, Jetzt das ist halt so. bin ich echt interessiert. Was ist denn ist der günstigste Skoda? Ich habe keine Ahnung. Fabia, 20.000 Euro. Ja. 20.000 Euro. Das ist das günstigste. Ja, das ist okay, oder? Ja. Aber die waren vor ein paar Jahren auch noch bei 15.000, 13.000, Ja, das, 14.000 Euro. das sind wir schon lang weg. Ja, eben. Ich meine, ich habe da jetzt gerade nachgeschaut, bei Honda kostet der neue Elektro-SUV, der E-Doppelpunkt NY1. Wie kommt man auf seinen Namen? Der kostet ja ab 47.590 in Deutschland. Also von den her, ich meine, günstig ist ein Dedo noch nicht. Ich bin gerade da dabei. Hauptmerkmale, ja, technische Daten, Antrieb, einblenden. Mein Gott. In Österreich 42.000. Also Ja. abzüglich der Förderung. Also da ist die Förderung abgezogen. Ohne für 42.000. Ja, ist auch nicht günstig, ne? Na. Das ist im Endeffekt das ist auch ein Minus-SUV. Es ist ja nicht Es ist heiß. einmal ein Mini-SUV. Er ist jetzt, ich finde den jetzt nicht so extrem groß. Ich meine, ich weiß es 4 nicht. Meter 40 lang. 4 Meter 40. Ich meine, und jetzt musst du denken, der hat jetzt nur 412 Kilometer Reichweite. Der Renault 5 hat das auch. Ja. Hat aber wahrscheinlich einen kleinen Akku drin. 4,40 Meter. Der ist eine Spur größer als mein Kombi. Mein Kombi ist 4,20 Meter. Ja. Ist jetzt kein großes Auto. Naja, keine Ahnung. Ihr Weg. Also, ich bin gespannt, ob man. Keine Ahnung, unser Podcast geht. Also, eins Garantie: unserem Podcast wird es länger geben als VW. Es wird schwer, weil die haben schon lange Geschichte. Ja, hat Nokia auch gehabt. Nein, ich meine, ich glaube nicht, dass wir es 100 Jahre durchhalten. Aber du meinst, als VW jetzt noch besteht. Als VW, als Konzern, nicht VW als Marke. Ach so, okay. Ja, ich glaube, das wird noch lang gehen. Also da mache ich mir wenig Sorgen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die irgendwann von Chinesen aufgekauft werden, dann ist es erledigt.
Das ist ein sehr teurer Kauf im Moment. Ah. Man muss sich. Nun, wieso? Wenn sie sich jetzt komplett verrennen in dem Ding. Das wird nach wie vor, weil du musst dann auch, wenn du den kompletten VW-Konzern besitzen willst, musst du auch Porsche kaufen. Und? Porsche ist nicht billig. Und? Also das kann sich, ich wüsste nicht im Moment, wer sich das leisten kann und will. Ja, und? Jetzt nicht. Na, jetzt ist das Ja, unmöglich, also das geht nicht. jetzt ist es unmöglich, aber reden wir in ein paar Jahren noch einmal. Ja, ich bin da. Wenn, Puh, also. wenn VW einfach so mir nichts, dir nichts, mal 65 Milliarden Euro ausgibt für Software- und Verbrennerforschung und damit gegen die Wand fährt, Ja, du, das wird ja über die Zeit. weil sie noch in 2030 die Realität präsentiert kriegen. Naja, ich sag dir eins, das Paket, was die da vorgestellt haben, das ist ja über Jahre. Und ich bin mir sicher, dass die das dann stoppen. Das ist, na, das, der Punkt ist das, das ist genau das, da haben sie darauf reagiert, weil die Politik wieder quakt, weil die Politik wieder das rückgängig machen will. Und dann müssen sie halt irgendwas raushauen. Weil sonst heißt es ja, warum hab's hier dann nichts? Ja, schauen wir mal. Also das wird ja dann eh nicht da reingesteckt. Das ist mir schon klar. Das ist halt wie so ein Shownote. Gut, jetzt haben wir fast eine Stunde über Autos geredet. Ich glaube, wir gehen einmal weiter. Ja, wird langweilig. Unser Lieblingshersteller Asus hat, also ich verlinke da jetzt nur Ich mal. habe nichts. Ich habe nichts gegen Asus. Nein, nein, ich auch nicht. Aber ich verlinke da mal, ist jetzt ganz kurz, ich verlinke mal auf ein Video von Linus Tech Tips. Die haben sich ein bisschen so die neue Asus ROG Ally angeschaut und sind halt zu dem Schluss gekommen, dass es halt auch die neue Version von der Handheld-Konsole immer noch nicht empfehlen können, wegen diverser Design- und Hardware-Flaws, die das Teil hat. Man kann sich das Ganze anschauen. Vorgegangen ist der ganzen Sache das Verhalten von Asus im Falle von Problemen mit dem Asus ROG Ally und dem ROG Ally X, weil der Asus Support ja nicht sonderlich, wie soll man sagen, kooperativ war, wenn es ums Fixen von bekannten Problemen gegangen ist, wo sie eher so quasi auch noch Lösegeld gefordert haben, damit du deine Konsole auch wieder zurückkriegst. Ja. Weil sie horrende Preise für Reparaturen verlangt haben und du hast trotzdem noch Abbitte leisten müssen, damit du deine Konsole unrepariert auch zurückkriegst. Und auch die neue ROG Ally X hat ein paar Flaws, die darauf schließen könnten, dass die in Zukunft problematisch sein werden. Ja, also, Super. also schau momentan noch nicht so gut für Asus aus, wobei sie jetzt selber gesagt haben, da ist eine Pressemeldung von bei Asus ausgegangen, beziehungsweise es gibt jetzt einen eigenen, der für Kundenzufriedenheit zuständig ist. Wundert mich, dass es das jetzt erst gibt. Da soll jetzt dafür gesorgt werden, dass diese Reparatursachen und so weiter problemloser abgearbeitet werden und dass man den Kunden mehr entgegenkommt, wenn es um ja, offensichtliche Hardware-Probleme geht. Weil Sehr Asus ist nice ja von so denen. weit gegangen, dass sie die Reparatur zum Beispiel verweigert haben, nur weil auf dem Display ein Kratzer war. Ey, super. Super. Hat das eine mit dem anderen nichts zu tun, aber ja, man kann das ja argumentieren als Hersteller, wenn man will. Wenn man will, kann man das ja genauso Das argumentieren. Problem ist natürlich, wenn dein Gerät da ist und du willst hinter haben, ja, dann wird's blöd. Ja, das ist ein bisschen, so soll es ja nicht sein. Na, und dann habe ich noch ein schnelles Thema, das würde ich gleich einwerfen, damit ich nicht jetzt extra nochmal eine Kapitelmarke schreiben muss. Nämlich Okay. die Asus-Karten, die haben ja, nicht die Asus, die Nvidia-Karten, die haben ja diesen neuen Stecker. Und Ja. über diesen neuen Stecker geht ja extrem viel Strom drüber. Und dieser neue Stecker, der hat ja dazu geneigt, zu überhitzen und zu schmelzen und dann irgendwie dann noch Kurzschlüsse hervorzurufen.
Und auf der Computex hat da ein Hersteller was vorgezeigt, man hat so ein Zwischenstecker mit Display. Erstens einmal ist es ein Zwischenstecker, das heißt, Ja. den klappt man an, dann hat man mit dem Kabel ein bisschen mehr Spielraum, weniger Zug drauf. Das heißt, sowas wie Überhitzung, schlechte Kontakte und so weiter, sollte damit schon einmal gemindert sein. Und das Display zeigt er dann zusätzlich noch auf ein, also der Adapter zeigt auf einem kleinen Display auch noch den aktuellen tatsächlichen Verbrauch an. Und das warnt die eben vor Überhitzung. Also ist ein Thermal Sensor noch verarbeitet, der das anzeigen sollte. Also für alle, die sich auf 4090 leisten können, ist das eigentlich ein relativ günstiges Gimmick, das man sich nachher noch ins Gehäuse pappen kann. Ja gut, wenn man sich auf 4090 leisten kann, riskiert man es und kauft sonst eine neue. Genau. Gut. Na okay, cool. Coole Lösung für ein Problem, das es eigentlich auch nicht geben sollte, aber okay. Gut, ist ja was Das anderes. stimmt, ja. Ich habe da habe ich da halt eh witzigerweise wieder halt noch ein Video dazu gefunden, Genau, kopiere es auch gleich, gell? zum Pillbot, also die Wellengastroskopie so machen, dass du quasi daheim diesen kleinen Roboter schluckst, der selbstständig durch deinen Magen und Darm durchfährt und nachher mittels KI-Modell ein ganzes Bild von deinem ganzen Darm erstellt, weil der ist halt so hinterlegt, der weiß halt ungefähr, okay, ein Darm besteht aus den und den und den Teil und solange er das nicht gefunden hat, fährt er halt das ab und macht Fotos davon. Ich poste da jetzt dieses Video rein, weil das ist relativ cool, weil der von Mythbusters, dieser Adam Savage, der da seinen YouTube-Channel noch hat. Ah, du hast das schon Ja, habe reingepostet. ich schon eine getan. Ja. Der hat die einmal geschluckt und dann kann man schauen, wie das Ding da halt durch seine Innereien oder Gedärme durchfährt. Ist recht spannend zum Anschauen. Ja, das kann man schon vorstellen, aber. Und der sagt, vor allem er macht es ja live, also du siehst dann, wie er das selber zuschaut, wie das umfährt drin. Und du sagst, du spürst gar nichts. Nein, es ist ja. Ja, gut. Er sagt, So. du merkst nicht, es ist vollkommen wurscht, du merkst nichts. Und das Ding wird mit einem PS5-Controller kannst du noch zusätzlich steuern. So. Das ist ein lustiges Video, ja. Er macht gerade ein Selfie. Deinem Savage macht ein Selfie, trinkt ein Wasser, steckt sich das rein und schluckt's. Ja, irgendwie ist schon. Ja, irgendwie war es schon immer geil, sowas zu probieren, aber andererseits. Willst du nicht, oder? Ja, was hat denn das für ein Akku? Das hat. Ich will nicht, dass Ja, das na, das. Brennen anfängt in meinen Darm. Na, das wird nicht passieren. Es haltet so 40, 45 Minuten. Ja. Ohne Steuerung. Also, wenn steuerst, war 30 Minuten. Ja. Aber das ist schon. Ja, also. Na, ist schon cool. Also, wenn das wirklich funktioniert, kannst die Gastroskopie quasi daheim selber machen. Oh ja, oh mein Gott, das sehe ich schon die ersten. Leute, die ohnehin Angst vor Krankheiten haben. Wie nennt man die? Hypochonder? Hypochonder, du bist ja auch so einer, gell? Wie schon gesagt, ich habe sicher schon 10 in der Zwischenzeit wieder gekriegt und eh noch nichts weiß. Also ich sehe schon so Hypochonder so eine Sachen Sich ein, so eine Kauf. sich so eine Pillen einwerfen, Videos machen und die zum Gastroenterologen zu schicken. Oh, ich hab da Du was immer. gesehen, da unten ist so ein komischer Fleck. Ich meine, was natürlich schon cool wäre, wenn du das, man, wenn das wirklich sich durchsetzt. Was halt echt praktisch wäre, wenn du zum Beispiel sagst, ja, okay, du bist so ein Patient, der alle 5 Jahre das machen Ja, muss, sicher, sicher, sicher. dass sie da das dann einfach sagen, ja, okay, das schickt man da jetzt heim, dann bringt da das jemand und nachher zack, haust das rein, fertig. Ja, nein, nein, natürlich. Und dann schickst du es wieder hinter. Was schicke ich wieder hinter? Ja, irgendwo muss das Ding ja wieder rauskommen, nehme ich an. Ich hoffe, das wird nachher nicht recycelt und wiederverwendet.
Das finde ich mal jetzt. Du lachst, ich habe mir die gleiche Frage gestellt, Ja. weil ich gehe fast davon aus, dass das wiederverwendet wird. Das hat ein bisschen einen fahlen Beigeschmack, würde ich Ja, ich sagen. meine, es ist ja relativ wurscht, ein Skalpell wird ja öfters benutzt. Das wird ja wohl gereinigt. Ja. Also das ist ja Echt? alles, ich meine, ja, na. Ich meine, es gibt Einwegskalpelle auch, aber so richtiges Werkzeuge werden desinfiziert dementsprechend. Beim Zahnarzt ist ja so, das Zeug wird ja auch mehrfach benutzt. Echt? Ja klar, das wird halt alles steril gereinigt. Also glaubst du, dass diese komischen Sachen, was ein Zahnarzt hat, glaubst du, dass das live für die ist? Ja. Na. Also gewisse Dinge seien einmal, aber so dieser komische Haken da, wo er da so drin umstochert, das wird mehrfach verwendet. Wow. Ja, okay. Na gut. Dann lassen wir das nochmal so stehen. Finde ich jedenfalls witzig, dass man sich da eine Kamera, dass man eine Kamera schlucken kann. Kannst, ja, ich meine, du kannst theoretisch jede Kamera schlucken, was nicht zu empfehlen ist, aber Ich glaube, das ist in dem bevor Fall. sich Menschen der GoPro in den Mund stecken, sollten sie vielleicht doch auf die Pille warten. Ja, sag mal leid, bringst du ja nicht auf Idee. Ja. Man habe ich schon nie gemacht, also keine gute Idee, also macht es nicht. Na. Ja. Interessant. Die Wunder der Technik. So, dann habe ich noch einmal, also warte mal, jetzt habe ich wieder was vergessen. Jetzt habe ich da noch einmal was, nämlich einmal ein positives Ding zu Boeing, die ja in letzter Zeit jetzt nicht unbedingt die beste Presse gehabt haben. Die war nämlich ein bisschen, haben ein bisschen ein Problem mit ihren Flugzeugen. Aber mit ihren komischen Raumschiffen, da schaut es einmal ganz gut aus. Schiff. Ja, na, aber halt mit, also wenn es mit klassischen Flugzeugen nicht gut hinhaut, funktioniert es wenigstens mit Raumschiffen. Nämlich die Starliner, also die Astronauten. Kapsel, mit der ja auch der Wiederflug zum Mond gemacht werden soll, die ist Anfang Juni gestartet und es hat eigentlich alles gut funktioniert und das ist etwas, auf dem man aufbauen kann. Okay. Also das war jetzt einmal ein erster Testflug. Jetzt ist das nächste Wert werden auf die Also sie waren auch bei der ISS, also es ist, glaube ich, umgedockt und das nächste wird halt so sein, das Ding so weit zu bringen, dass man halt damit möglicherweise oder auch nicht endlich einmal weiter entfernte Dings aussucht, beziehungsweise vor allem auch wieder das was machen kann, was man früher mit den Space Shuttles gehabt hat, nämlich einen regelmäßigen Betrieb. Okay. Also, ja. Genau. Ja, das wäre Das cool. ist jetzt wirklich nur noch mal eine kleine News. Also wenn man das heißt, also man kommt besser mit seinen zum Mond fliegen als sonst. Ja, also Mond sicherer als USA-Inlandsflug. Okay, gut, super. Gib Hoffnung. Ja. Gib Hoffnung. So, da. Okay, dann fasse ich jetzt nochmal. Ich mache jetzt wieder so einen großen Block. Du, jetzt machst du einen KI-Block, oder? Ja, jetzt mache ich Apple Intelligence Block. Ja, Apple hat ja jetzt natürlich auch seine KI-Features vorgestellt. Für iPhone und Mac, wo man halt dann, was weiß ich, sich Emojis erstellen kann, eigene. Wo man Bilder erstellen kann, sich Texte umformulieren, E-Mails, bla 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 und das ganze Zeug. Was aber mittlerweile eigentlich, was, ich meine, ich habe eh schon mal hin und her geschrieben, was ja witzig ist, es gibt, das Ganze funktioniert ja erst ab einem iPhone 15. Also ob ein, ich glaube, ob M1 Level funktioniert sozusagen. Und
Da habe ich da eh schon geschrieben, eigentlich ist das ja relativ blöd, weil jetzt ist mein Telefon quasi, kriegt das Feature gar nicht. Ja, meinst du auch nicht. Ist jetzt aber eigentlich in Europa sowieso relativ wurscht, weil in Europa wird es einmal sowieso nicht, wird's nicht freigeben. Also durch den Digital Markets Act gibt Apple das in Europa einmal nicht frei. Also sie rollen es nicht aus in Europa. Ja, als hätte es was mit dem Digital Markets Act überhaupt was Na, zu tun. Es geht ja sogar so weit, in neuen iOS waren ja sogar ein paar relativ coole Sachen drin gewesen, in iOS 18 zum Beispiel, dass du das iPhone am Mac spiegeln kannst. Genau, das Mirroring, das ist ein Feature, was ich wirklich cool finden würde, ja. Ja, das gibt es jetzt auch nicht. Ja. Also das kommt auch nicht. Das ist so eine klassische Apple-Reaktion, ja, die beleidigte also da Leberwurst spielen. Ja, Wie ein das kleines, denke ich. aufmüpfiges Kind. Ja, da habe ich mal gedacht, also das kann ich jetzt aber nicht nachvollziehen, warum das jetzt nicht kommt, Ja. mal, weil das hat ja null mit den Digital Markets Act zu Na, tun. das ist auch so ein richtig klassisches pubertierender Saufrotzgehabe, weil die Mama geschumpfen hat, mache ich jetzt das auch nicht. Punkt. Ja, sie werden damit auf die Schnauze fallen und werden es bringen. Also das ist jetzt nur ein bisschen ja, Machtspielchen. Sie werden es halt wirklich wahrscheinlich ein Jahr nicht bringen. Ja, das ist Kindertheater. Ja, nein, ist eh gut, weil nachher kommt's 16 ja. Und dann hat man ausgreift das Phone, was man kaufen kann. Und nachher ist die Software auch ausgreift vielleicht. Weil ist ja bei Apple mittlerweile eh so, dass bei Release ist es eigentlich eh nur ein bisschen eine bessere Beta. Ja. Also. Ich meine, hat mich insofern eben mal gedacht, okay, eigentlich, also jetzt muss ich eigentlich sagen, in Europa ist das iOS 18 Update damit komplett sinnlos am Anfang. Ja, ist ja, ja, kleine, es, ja. Ja, aber die großen Features sind alle gestorben. Ja, immerhin werden halt Sicherheitslücken einmal gefixt. Ja. Ja, aber sonst kannst du jetzt eigentlich in Europa sagen, gibt keinen Grund eigentlich ein Upgrade auf ein neues iPhone zu machen. No. Also du kannst sagen, die Generation kannst du geflogen ja. auslassen. Und ich glaube, genau das wird Apple spüren, weil ich würde mal sagen, Europa Kaufkraft nicht ohne und ja, dann verkauft man halt ein paar Millionen Geräte weniger. Mal schauen, wie das den Aktionären gefällt. Ich meine, ist bei Apple ja wurscht, aber ja, ich denke mal, aber ich hoffe, dass sie damit auch auf die Schnauze fallen. Ja, nein, sie werden nicht auf die Schnauze fallen, aber die Aktionäre werden halt ein bisschen Druck machen, glaube ich. Ja. Ist ja ganz nett und ja, mir soll es wurscht sein. Ja. Was man nie gehabt hat, kann man nicht missen. Na eben. Gut, das ist das Erste. Jetzt habe ich da eh schon das Zweite da quasi dazu genommen. Was auch witzig ist, dass anscheinend so in die neuen Apple-Geräte so quasi ein Secret Radio eingebaut ist. Das haben sie über die FCC herausgefunden, The Verge. Da ist sozusagen so ein Radiotransmitter oder sowas drinnen. Die haben sozusagen als Red Radio. Aber man weiß nicht so wirklich, was die damit vorhaben. Es gibt so richtig, dass das so Richtung HomeKit geht oder sowas. Aber man weiß es nicht so wirklich, warum das drinnen ist. Also so für einen Meta-Standard so, dass man, aber man weiß es nicht. Das ist so witzig. Also es ist drinnen, sie haben es nie angekündigt. Dann noch ganz kurz, die Apple Vision Pro gibt es ja jetzt dann auch in Deutschland. Und es ist ja so, Apple fokussiert sich jetzt anscheinend, also zweite Generation von der Vision Pro wird es einmal nicht so schnell geben. Sie werden jetzt was Günstigeres bauen. Und was sie da finde ich den zweiten relativ cool, weil das habe ich mir eigentlich schon einmal gedacht, dass die zweite Version oder dass das zweite Ding eventuell sozusagen auf ein iPhone oder ein Mac aufbaut und nachher quasi das ganze Wireless überträgt, dass die ganze Rechenleistung nicht in der Brille erfolgt, sondern auf einem anderen Gerät. Und das würde ich,
Ja. Das würde ich insofern perfekt finden, weil die Brille soll leicht sein. Ja. Die soll nicht ins Gewicht fallen, die soll gemütlich zu tragen sein und mir ist ja wurscht, ob die Rechenleistung jetzt in mein iPhone stattfindet. Weil da, weil das Kastel kann ich überall auf meinen Schreibtisch hinlegen und das stört mich nicht. Stimmt, ja. Also das, wenn das wirklich stimmt, ich meine, das ist natürlich, und da ist ja Gerücht, also von dem her ist es, Ja, ihr redet habt. man da eh über Hetitatibari. Ja. Aber die Idee habe ich mir schon, gerade wie diese Meta Quest 3, 2 oder was 3, 3. 3, 3 zum Laien bekommen habe, habe ich mir das oft gedacht, hey, wie cool wäre das, wenn die ganze Rechenleistung vor mir in einer Box wäre und ich einfach eine super leichte Brille hätte. Ja gut, bei der MetaQuest ist es ja. Ach so, also die MetaQuest wäre für dich so ein Paradebeispiel. Du willst nur die Hardware aufsetzen für die Bilddarstellung und die Leistung ist irgendwo in einem Gerät drinnen. Punkt. Genau, das meine ich damit. Dann weil das einfach, dann habe ich nicht den schweren Klotz da am Schädel. Weil das ist alles cool mit den Multimonitor-Setups etc. Es kann man super coole Sachen damit machen. Nur halt, wenn ich da so einen Klotz am Schädel habe, das ist einfach auf Dauer, das ist nichts. Das stimmt, ja. Ja. Das ist halt auch nicht massentauglich. Und deshalb, das, also ich glaube, dass das der bessere Ansatz ist. Ich Wahrscheinlich, weiß jetzt zwar nicht, wie weit unser Wireless Technology ist, dass wir das sozusagen übertragen können. ja, ohne Probleme, würde ich jetzt fast behaupten. Mit Wi-Fi 7 soll es eigentlich, hoffe ich, gehen. Also ich Ja, hoffe ich es. glaube, das müsste mit 6a gehen. Ist ja wurscht. Und wenn es von mir aus, wenn es 7 braucht, ja, dann soll es so sein. Okay. Aber das wäre halt so viel gemütlicher. Und ich hoffe auch wirklich, dass Apple das macht. Also ich würde es hoffen. Ich kann es mir gut vorstellen, weil Mich darf es auch nicht überraschen, weil dann wäre das Problem einmal endlich weg. ja, und das Ding hast dann einfach Apple Vision, das ist einfach zwei Fernseher auf deine Augen, Punkt. Und das ist connected mit dem Phone oder mit dem MacBook, gut ist. So, mir wurscht, mit was es dann Ja, ist. direkte Also, Verbindung, was vielleicht ja. wird wahrscheinlich nicht einmal über irgendein WLAN oder was auch immer brauchen, sondern es Ist ja wurscht. also nicht der Heimrouter oder sowas, sondern Ja, es ist eine genau. direkte Ad-Hoc-Verbindung zwischen zwei Ja. Geräten, fertig. Weil da ist es ja wurscht, weil da kann ja Apple nachher von mir aus ja ihren eigenen, was auch immer, Standard oder sowas drin haben, wollen, machen, müssen. Keine Ahnung, können sie ja machen, wie sie wollen. Aber solange die Brille und End-Device das unterstützen, war es nachher möglich. Und du hast einfach nur zwei Bildschirme drauf. Fertig. Genau, wäre Ja, wäre perfekt. eigentlich perfekt, ja. Ja, also hoffen wir mal, dass das so kommt. Und was habe ich dann noch? Ah ja, und Apple hat sozusagen auch nichts wirklich für diese OpenAI-Partnership gezahlt, sondern das läuft halt darüber, dass auf einmal ChatGPT einfach auf sehr, sehr viele Geräte halt läuft und sie quasi seinen damit die Türen öffnen. Ja. Und da halt später dann vielleicht einmal Geld fließt. Für OpenAI ist das quasi so ein Zugang zu einer riesengroßen Kundenbase, wo Genau, für die ja, man, was ja die eigentlich aus ist, so deren ist Daten Google. man dann auch lernen kann. Ja, weil Google zahlt gutes Geld dafür, dass die Suche Standard ist beim iPhone. Genau, ja. Wahrscheinlich wird das also eine Win-Win-Situation sein, ja. Ja, so in Apple etwa, ja. kriegt es gratis und OpenAI kriegt ganz viel Zeit zum Lernen und zum Trainieren. Ja, und viel Kunden. Und viel Kunden, ja. Das ist richtig, ja. Gut, dann haben Gut. wir den Brocken da abgeschlossen. Und die anderen zwei, die hast du eh schon, gell? Die, die, Ja, die, das ist alles die, schon. die. Das ist so irgendwie mit abgefrühstückt worden. Ja. Apple ist beleidigte, die beleidigte Leberwurst. Ja, Ja, gut. das. Gut, dann kommen wir zu den Gadget Picks. Da habe ich tatsächlich ein paar Sachen. Leider bei den meisten weiß ich nicht mehr, was ich da reingetan habe. Ah ja, Viewer. Ist eine Software, die ich empfehlen kann. Viewer. Das Viewer. Viewer ist das, ist ein Bildbetrachter für macOS. Gibt es kostenlos und als Pro-Version. Ich habe mir die Pro-Version besorgt. Funktioniert eben erstens einmal deutlich besser als der klassische Preview in macOS. Du hast sogar
Unterstützung für echt extrem viele RAW-Formate. Du hast mehr oder weniger eine einfachen Möglichkeiten der Bildbearbeitung da drin, also Belichtungszeit ändern, Farbsättigung und all so eine Sachen. Also es sind vor allem Sachen, die man eigentlich relativ häufig braucht, die hast du da eingebaut mit drinnen. Und es ist so ziemlich der einzige Viewer, der das RAW-Format von meiner Fuji XS10 unterstützt. Deswegen haben wir den Viewer angeschaut. Und vor allem muss ich jetzt extremst positiv hervorheben, der Support von der Software, weil ich habe mir die eigentlich schon vor 2, 3 Monaten einmal besorgt für den Mac, weil ich einen Viewer gesucht habe, der eben meine RAW-Files unterstützt. Und bin dann draufgekommen beim Nutzen, also nach dem Kauf, beziehungsweise beim Probieren, bin ich draufgekommen, ah scheiße, das funktioniert nicht, uiuiui, geht nicht. Da habe ich halt wieder den Kauf rückgängig gemacht, habe aber gleich einmal dem Typen da geschrieben und habe gesagt, du hast da jetzt zwar in der, du, ich habe mal da, ich hab da ein File von einer XS10, ich habe mal ein Beispiel geschickt. Ja, ich habe gerade gesehen, es ist eh nicht in der Liste deiner unterstützten Dateiformate. Ich wollte nur sagen, falls du es doch einmal irgendwann machst, dann holen wir die Software halt wieder. Und dann hat er mir hintergeschrieben, wirklich innerhalb von einem Tag, ist ein österreichischer Entwickler, der hat mir dann innerhalb von einem Tag geantwortet, hat gesagt, ja, na, leider die Library, was er da verwendet hat für das Bildformat, die ist nicht mehr up to date, er kann das jetzt einfach nicht mehr unterstützen. Und just vor Ende, Anfang Juni hat er mal geschrieben. Anfang Juni war das, ja. Du, ich wollte dir jetzt nur sagen, ich habe eine neue Version außer gebraucht, es sind ein paar Bugs gefixt worden, der Kamera wird unterstützt. Ja, Passt, okay, habe ich cool. gekauft und funktioniert tadellos. Also muss ich sagen, echt ein cooles Tool. Also es ist für Videos, für mich hauptsächlich für Bilder. Die einfachen Bearbeitungsfunktionen, also es ist für mich ein hammermäßig guter Betrachter und das ist auch hammermäßig guter für Bildpräsentationen. Also du kannst du deine Effekte so zusammenbauen, dass sie richtig so gut so keine Dia-Show machen kannst, so wie man früher mit dem Dia-Projektor gemacht hat, aber halt in cool. Und ja, muss ich sagen, echt cooles Stück Software und tipptopp Support. Und der Kaufpreis. Es ist so wurscht, weil das sind ein paar Euro. Das tut kein weh. Sechs Euro, Ja, ja. es tut kein weh. Es ist echt eine gute Software und funktioniert tadellos. Muss ich echt sagen. Cool. Perfekt. Und ja, und er hat echt super nett und super freundlich und sehr flott geantwortet. Also Hut ab vor seine kleinen Entwickler, die da erstens eine coole Software machen und sich dann auch noch relativ gut um ihre Kunden oder möglichen Kunden kümmern. Cool. Läuft. Ja, ich hab da gut. Ich hab da jetzt noch, falls es jemand interessiert, es gibt jetzt von Philips Hue eine Nachtleuchte. Wenn das jemand braucht, die kann dann auch so quasi die sanft wecken und das mit Einschlafen kannst du also einstellen. Und Tageslicht ist halt. Das haben wir schon mal gehabt, oder? Also na, warte Na, mal. die ist neu. Okay. Cool. Sie ist halt nicht ganz günstig. Das heißt, bei Philips ist das immer wieder so ein teurer Spaß, oder? Sie kostet 89 Euro. Dollar, entschuldige. Ah, na, entschuldigen, warte mal. Nein, nein, falsch. Das ist der Lightstrip. Das Ding ist ja teurer. Das denke ich mal gerade, weil Das Ding. 89 Euro hätte mich jetzt gar nicht einmal schockiert. Warte mal, das ist, na, die glaube ich ist sogar, warte mal, die ist wesentlich teurer, die kostet 279. Das ist dann viel. Ja. Wow. Für eine Nachttischlampe. Es ist eine. Ah, ne, ist das viel. Ja. Aber das heißt, wenn ich schlafe, kann ich den mit dem Handy ausschalten und muss nicht auf Das dem. kann ich alles, ja, das hat alle Huawei-Funktionen. Wow, ich kann. Das heißt, ich
Ich brauche mich gar nicht umständlich rüberlernen zur Du kannst schon einen Nachttischlampe. Knopf drücken. Du kannst schon einen Knopf drücken. Nein, nein, aber ich will mich ja nicht umständlich Ja. zur Lampe hinbewegen, sondern ich kann drin liegen, komplett noch in Trance wegen meiner ganzen Instagram- und TikToks- und Whatever-Videos und YouTube-Shorts und kann einfach da in der App noch einen Knopf drücken, damit es leicht ausgeht. Das ist vollkommen richtig, ja. Wow, cool. Die Zukunft ist jetzt. Die ist jetzt, ja. Okay. Das ist schon ein Zaha-Preis, oder? Das ist relativ einmal gedacht. Puh, das ist jetzt nicht ganz günstig. Boah. Dann habe ich noch was, nämlich. Warte mal, das ist ja der Artikel. Ich wollte den Artikel. Aber ich sehe den Artikel. Ross, warum bin ich jetzt beim Kommentar? Also, dahin wollte ich gar nicht. Es gibt jetzt ein AI-Kit für den Raspberry Pi. Haben wir das nicht letzte Sendung schon gehabt? Nice, AI-Kit haben wir noch nicht gehabt. Nämlich letztens haben wir gehabt, dass Raspberry Pi ja jetzt ein börsennotiertes Unternehmen ist. Bist du das sicher? Ich glaube, das haben wir letztes Mal schon gehabt. Nice, AI-Kit haben wir glaube ich noch nicht gehabt. Weil Ich der Artikel glaube. ist vom 4. Juni. Nein, warte mal, Unser haben wir letzter das nicht Auftritt war gehabt? Ende Mai. Na, haben wir nicht gehabt. Okay, mir kommt das jetzt, ich habe das, oder habe ich das irgendwo gelesen, aber mir kommt das so bekannt vor. Ja, wir haben mal das besprochen gehabt mit den Ah. M2-SSDs, was man aufstecken hat können, wo es einen Raptor gegeben hat. Das kann Okay, sein. Das gut, war auch na so ein Aufbau. okay, na passt. Und da gibt es jetzt eben so ein Kit, was man sich, also mit einer eigenen MPU, die kann man sich aufs Raspberry Pi aufdocken, aufbauen, ja, aufbauen. Und die rechnet mit 13 Tops, das heißt 13 Das ist aber gar nicht Trillionen schlecht. Operations. Ja, genau, das ist das, was ich sagen wollte. Das ist gar nicht so schlecht. Weil Weil es ist ungefähr auf dem Level vom MacBook. was haben die Copilot Plus? Die glaube ich haben 11 oder 16 Mindestvoraussetzungen, dass du so nennen darfst. Ja, und das ist das Nächste, weil ist M2 MacBook hat. M16 mit der Neural Engine. Also Bist du. mein MacBook ist jetzt nur eine Spur schneller als das Kit für den Raspberry Pi. Und das ist halt schon echt eine geile Sache, weil, und jetzt gebe ich ja mal zu dem, du könntest dir, du hättest quasi dein Olama oder dein Stable Diffusion oder dein was auch immer einfach auf dem Raspberry Pi laufen lassen und rechnen lassen und bist eigentlich genauso schnell wie die Copilot Devices oder die MacBooks. Und das ist echt ein Hammer, vor allem für die Leistungsaufnahme von 2,3 Watt. Das ist echt nicht schlecht, ja. Das, Da haben wir echt, wo ich das gesehen habe, haben wir gedacht, wow. Und der Preis von knapp 65 bis 70 Euro schreckt mich auch nicht. Also, Na, das ist okay. Also das ist, vor allem, ich bin mir da jetzt sicher, dass da ein paar noch auf andere Ideen kommen werden und ein paar so Raspberry Pis mit dem Modul einfach zusammenkoppeln werden. ja, dass du fix fertig deine Sachen so kriegst. Also Raspberry Pi Nein, plus nein, das ich meine, Modul. nein, dass da ein paar so mehrere Raspberry Pis haben werden und das Modul drauf Ja, und ja. die dann zusammenschließen, dass die noch mehr Leistung haben. Ja, ach so manche. Okay, ja. Ja. Das manche, ja. Und natürlich, wenn das jetzt dann sozusagen, was ja das durchaus Schwierige ist bei Olama und mit diesen ganzen Lama und mit diesen ganzen mit diesen ganzen Large Language Models, was ja das Problem ist. Wenn du als Normalsterblicher da sagen willst, ja, der soll auf meine Daten zugreifen können, da will ich zum Beispiel denen ein Foto zeigen oder sowas, das ist ja durchaus schwierig dann, wenn da einer ein fixfertiges Toolkit zur Verfügung stellt, wo du sagst, ja, da hast dein Raspberry Pi mit allen, da ist alles fixfertig programmiert, Ja.
Der kann auf den Ordner zugreifen, alles, was da drinnen ist, kann der sich anschauen. Also was ich dazu sagen muss, das ist jetzt nichts, was du für ein Training von einem Modell machen willst. Da ist das Teil einfach zu schwach und hat zu wenig RAM. Nein, nein, aber dass Aber ich zum zum Beispiel sage, Aus. da hast meine Daten, wert mir die aus, bitte. Genau. Eben für so ein Large Language Model und all so eine Sachen. Also da sehe ich, also da sehe ich jetzt die Zukunft, also die Zukunft, aber da sehe ich jetzt Möglichkeiten, sowas wie die davor, wie wir erwähnt haben, die Alexa. Gegebenenfalls in Pension zu schicken, weil du holst dir den Raspberry Pi, du holst dir die Erweiterung, wenn es noch ein Toolset an Software gibt, das auch noch Audioerkennung hat, also Spracherkennung hat, dann und dann vielleicht noch eine Verknüpfung mit deiner Home Assistant Instanz, die man da einmal laufen hat, keine Ahnung, ich zumindest, für die Steuerung von meinen ganzen Steckdosen und Schalter und Funktionen. Dann kannst du dir da wirklich quasi deinen eigenen Personal Assistant zusammenbauen und das für vergleichsweise wenig Geld. Mit deinen Daten. Ja, vor allem das Wert geht ja dann noch viel weiter. Du kannst ja das Ding dann quasi mit dein Home Assistant komplett zusammenkoppeln. Genau. Der könnt die ja quasi dann, das, der kennt die dann komplett kennenlernen, aber du hast die Kontrolle drüber, über die ganzen Daten. Genau, also du. Da bin ich mal gespannt, in was für Richtung das möglicherweise gehen könnte. Also. Vor allem das kennt halt dann als Beispiel, ich meine, das ist gleich so ein Oder auch in Verbindung Beispielfeature. zum Beispiel mit deiner selber gehosteten Next Cloud zum Beispiel. Ja. Na, aber wäre dann zum Beispiel allein schon cool, wenn du jetzt zum Beispiel wissen würdest, okay, sagen wir, das Ding war's, ja, Donnerstag kommt der Clemens Ja. immer so um 5:30 heim. Genau, ja. Dass er die dann schon fragt, okay, soll ich jetzt zum Beispiel das Garagentor aufmachen? Genau. Oder was weiß ich was, oder dass er halt so gewisse Dinge lernt, oder dass er sagt, er macht das Licht schon an, oder was weiß ich was. Muss er zum Beispiel nicht einmal, weil wenn ich es jetzt mit Home Assistant gekoppelt habe und die Home Assistant App auf mein Handy aktiv ist, da kann ich einstellen, dass mein Standort zum Beispiel geteilt wird. Das heißt, Genau, das kann das schon. Teil kann reagieren, wenn es merkt, ich bin auf dem Heimweg. Und ich bin jetzt quasi nur noch 3 oder 4 Minuten von daheim entfernt, dass das Tor aufmacht. Und all so eine Sache. Also, und das ganz ohne irgendeine Cloud-Service, von denen du die abhängig machst. Weil dein Cloud ist, das ist dein Cloud, das ist dein Service, den du selber hostest und selber hast. Und das würde ich schon wirklich, wirklich bemerkenswert finden. Und vor allem das mit der Rechenleistung um $70. Puh. Doch. Ja, das ist halt das Coole, muss ich halt echt sagen, mittlerweile an diese ganzen ARM-Prozessoren und diese Neural Processing Units, dass die einfach nicht teuer sein. Na, teuer sind einfach nur die Maschinen, die man braucht, um sowas zu lernen. Genau, aber der Rest für den Für den Anwendungsfall ist das Anwendungsfall. halt das ist halt super einfach und vor allem diese NPUs. Die kämen ja überall rein, die sind ja bei Video-Editing dann drin, die werden ja überall eingesetzt und die kosten halt im Verhältnis nichts. Genau. Wenn du denkst, was da, also wir sind ja da, das ist ja noch relativ jung, dieses Zeug. Also das ist ja, ich meine, AMD baut jetzt an und Intel, da kommt jetzt der erste Prozessor mit sowas raus. Das heißt, ich möchte mal nicht wissen, wo das in 10 Jahren ist. Also da wird wahrscheinlich noch einiges weitergehen. Also ich schätze, dass da wahrscheinlich Raspberry Pi wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch ordentlich was rausbringen wird. Es freut ja wohl die neuen Aktionäre. Ja, ich glaube, wir werden da jetzt ein paar Aktien kaufen. Ja, Scheiße. Ich glaube, das kannst du nicht entgehen lassen, fast. Ja. Man, kein Investment-Tipp, also Na. ich mache das, aber ich empfehle es niemand anderem. Ja. Also, aber es könnte schon spannend Ja, werden. definitiv. Na, also die Kombination. Fände ich schon Hammer. Also, ich warte jetzt mal ab, mal vielleicht werde ich mir das noch an, keine Ahnung, zum Jahresende mal anschauen und Ja, ich würde da dann einen wird es ein Tipp bisschen geben. was an verfügbarer Software geben und nachher kann man sich das einmal im Vor allem, Detail ich anschauen. schätze wahrscheinlich sogar, dass da irgendwann ein neuer Raspberry Pi kommen wird, der hast halt dann 6. Und der wird halt das schon drinnen haben, so ein Processing Ach, Unit. das glaube ich jetzt, das glaube ich gar nicht, dass das passieren Ah ja, wird. warte mal.
Weißt du, dann kannst du halt so sagen, da hätte er stehen, der 6er hat schon die 16 Teraflops. Und ich hätte, was heißt Operations, Trillion Operations, Operations. ja. Ja. Und wahrscheinlich kannst du dann noch ein Modul draufstecken, dann hast du noch einmal mehr. Also da wird schon was Eben, kommen. eben. Also es hat mir jetzt. Also genau, das könnte möglich sein, dass der das schon mitbringt, aber du kannst Ja. trotzdem noch ein Modul Ja. draufstecken, damit du mehr Leistung hast. Das kann Ja. gut, durchaus möglich sein, ja. Ich bin ja auch nicht, ich bin mir ja auch sicher, dass das nicht das einzige Modul sein wird. Nächstes Jahr kriegst du eins mit 30 oder mit 20 Tops, also. Ich meine, du Und musst sagen, dann hast du mehr Power wie in einem MacBook Pro, also. also Also. 16 Tops ist schon echt nicht schlecht Ja. heiz. Also das ist jetzt dann schon, das ist schon Top-Niveau. Ja, Tops-Niveau. Ha. Jetzt hast Ha. Lol. gut. Ah, cool. Das ist gut, gefällt mir. Gut, ich habe dann leider was so ein Origami-Helm. Weil Helme teilweise so unpraktisch zu mitnehmen sein. Gibt es jetzt sozusagen Helme, die kannst du dann unter Anführungszeichen aufblasen? Ich meine, das ist da jetzt mit einer kleinen elektrischen Luftpumpe, die halt da dabei ist. Soll aber relativ gute Schutzeigenschaften haben. Ja, du kannst den Helm einfach aufblasen. Es gibt da noch einen zweiten, der heißt Inflabi. Was steht da drin? Ja, der ist im gleichen Artikel. Ah, okay. Ach so, okay. Ich meine, warum nicht? Ich meine, du kannst halt den Helm dann sehr einfach aufpusten und wieder einpacken und wieder die Luft rauslassen. Okay, ich will den Link kopieren. Verdammt. Ja, aber dann ist der Schutz ein Luftpolster. Der Schutz ist Luft, genau. Ja, wieso nicht? Ich meine, es ist ja prinzipiell egal. Na, eh. Es ist prinzipiell egal, wenn es wirklich funktioniert, finde ich es cool. Cool. Und dann blaust auf und wenn du nicht brauchst, machst du ihn wieder zu. Genau, wenn zum Beispiel ein simples Beispiel, du bist in einer Stadt unterwegs, du hast jetzt den Helm zum Radlfahren mit, setzt ihn auf und jetzt gehst, keine Ahnung, musst wohin gehen, blasest die Luft raus, tust ihn in deinen Rucksack und gehst. Dann hast du nichts an deinem Rucksack herumhängen. Ja. Witzig. Okay. Und jetzt mache ich gleich noch, ich mache jetzt noch eins weiter. Und das finde ich, das habe ich jetzt echt richtig gut gefunden von Logitech. Logitech bringt MX Ink raus. Und das ist jetzt der erste Stylus für Augmented Reality and Virtual Reality. Und das in Kombination mit Meta. Das Ding ist, es ist jetzt ein bisschen schwer, das rein in Worte zu fassen, aber die Funktionsweise, was Sie da in dem Video vorstellen, finde ich ziemlich genial. Vor allem in Kombination, wenn du wirklich so ein Blatt Papier hast und das nachzeichnest und das dann quasi so in den Raum, in den dreidimensionalen Raum bringst.
Das finde ich dann schon sehr gut gelöst. Okay. Das ist schon irgendwie nice. Das ist super nice. Also ich meine, das ist zwar jetzt eigentlich ein Tool, um zu arbeiten, also dass du wirklich was schaffen kannst. Und das finde ich gerade so cool, weil damit hebst so das Augmented Reality und VR-Zeug ein bisschen davon ab, dass es ein reines Konsumationsdevice wieder ist. Ja. Und ich finde es da eh gut, wie sie das bei Apple Insider geschrieben haben. Eigentlich hätte das Apple für die Vision Pro machen sollen. Ja, wahrscheinlich Kims von Apple, leider dreimal so teuer und mit halb so viel Funktionen. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, was das Ding kostet. Ja. Vielleicht finden wir es auch so. MX-Sync. Warte mal, die brandneue wurde speziell für mit dem MetaQuest des Stylus. Logitech wird in den USA für $129 ein Bundle mit Inkwell und kostet $169,99. Ja, das ist ja jetzt gar nicht einmal so schockierend. Cooles Ding, ja. Das ist super cool. Also, ich meine, gut, Logitech kann ganz gute Eingabegeräte bauen, das muss man seinen lassen. Das haben sie schon immer kennen, auch wenn teilweise dann gewisse Funktionen, ich betone nur Solar-Keyboard, scheiße sein. Prinzipiell gut, aber dass man die Batterie nicht wechseln kann. Danke, Logitech, dafür. Und ja, aber sonst kann es ganz gute Eingabegeräte bauen. Meine funktioniert immer noch. Beide. Ja, prinzipiell ist das ein super Ja, Produkt, haben wir eh weil schon auf Kopf, aber ja. du brichst dir die Finger nur, um die Batterie zu tauschen. Ich weiß. Ja, in Amerika hätte ich sie verklagt. Ja, aber cool, na, das finde ich eigentlich. Ja, Logitech kann gute Hardware machen, das stimmt. Wo Logitech immer wieder ein bisschen hunzt, ist die Software. Haben sie mittlerweile aber einen Griff. Ja. Also man soll, das Logi Options Plus ist nicht schlecht. Ja, ich habe für meine Webcam habe ich a Logi irgendwie heißt's. Und das ist halt immer noch ein bisschen eine mistige Software, die sich immer gern Kalenderzugriff wünscht. Warum auch immer. Warum auch immer die Software für die Webcam Kalenderzugriff haben, um die Termine anzuzeigen, ja. Wegen Google-Ding, wegen Google, wie heißt Google Meets? Ja. Weil du da ja planen kannst im Voraus Ja, und ich dass dann sich wahrscheinlich automatisch die Webcam einschaltet. ja, toll. Ich schalte die Ja. Webcam schon selber ein, wenn ich ins Meeting gehe. Es muss mir nicht vorher jemand beim Nosen bohren Ring sehen. durch die Manege ziehen. Ja. Ja, ich verstehe, das ist halt Logitech, Ja. ja, mit dem muss ich leben. Ich mache jetzt gleich noch das zweite von Logitech. Oder willst du noch was zu den anderen sagen? Nein, passt schon. Okay. Logitech hat, weil wir schon geredet haben, eigentlich kann es ja Keyboards und das so Eingabegeräte können sie ja bauen. Jetzt bringen es Logitech Keys to Go 2 raus. So, und jetzt kommt wieder eine typische Logitech-Entscheidung. Das Ding hat Batterien drin. Ja. Aber dass du diese Batterien tauschen kannst, das ist für unterwegs gebaut, brauchst du einen Schraubenzieher. Warum? Damit du die Batterien tauschen kannst, musst du zwei oder eine Schraube lösen. Weil man denkt, wer kommt auf Warte den mal. Blödsinn? Okay, warte mal. Ich hole mal was.
Jetzt muss ich aufpassen, dass ich da nicht versehentlich eine Taste drücke. Jetzt muss ich die Tastatur ausschalten. Ich habe mir nämlich vor ein paar Monaten gebraucht, eine Tastatur besorgt, damit ich am Fernseher, weil ich zocke ja am Fernseher und will nicht meine große Logitech-Tastatur von beim Fernseher liegen haben, haben wir so eine kleine Tastatur besorgt. Die schaut so aus. Es ist also eine kleine Tastatur Ja, mit einem okay, Touch halt. ja. Und das hat hinten so ein Dings, so ein Dingsel-Dingsel. Und da habe ich einen Schieber. Den kann ich übernehmen. Und da sind die zwei Batterien drin. Und dann kann ich Ich es wieder verstehe dich. draufstecken. Ja, ich verstehe dich. Das ist so ein klassischer Logitech-Move. Den kannst du nicht verstehen. Schau ich mal noch was anderes an. Warte mal. Ja. Und ich habe da noch nämlich das erste Keys to Go Modell von Logitech. Das habe ich auch. Ja. Der hat eingebauten Akku. So, Da kannst du gar nichts ist tun. ja so, der Punkt ist jetzt das. Jetzt haben es theoretisch, theoretisch, bauen Sie da jetzt was, wo die Batterie wechseln kannst. Und nachher ist das mit an, und vor allem nicht einmal das, dass es irgendein sinnvolles Ding ist. Weißt, das ist ja nicht etwas, wo du sagst, ja, das ist keine Ahnung. Oder was, warum macht man da oben nicht nur einen dünnen Streifen hin, wo einfach die Photovoltaik wieder drin wäre? Na, geht ja nicht. Weil dann müsste man natürlich, nach Logitech-Logik, Ja. würde man dann hergehen, wenn ein Photovoltaikstreifen oder Solarstreifen wäre, würde man das nicht einschrauben, dann würde man die Batterien einkleben. Das ist, ich verstehe nicht. Und das sind wieder zwei so eine Knopfzellchen Na, drin, gell? natürlich. Es sind wieder zwei so eine Knopfzellchen drin. Warum braucht man da? Ah, weil du die Hinterseite abnehmen musst. Okay. Das kann man ja bitte anders lösen. Na, bitte Warum nicht bei nicht unten Logik. eine Klappe? Ach, lo, das wäre ja Ma, ordinär. also, so cool wie ich das du eh findest. Also, ich hab die auch schon gesehen, dass das ja ein cooles Style ist. Erstens einmal, weil es ja mehrfache Tastenbelegung hat, nämlich dass du es für Android, Mac, Windows und Das iOS ist ja das. verwenden kannst. Logitech kann das ja. Das Ja, ist ja super gutes Zeug. Das hat bei super gute Tastaturen. Nimm mir da nichts weg. Ja. Nur, weil man denkt, warum scheitert ihr an so einer Kleinigkeit? Warum muss man bitte mit einem Torx-Test öffnen, nur zum Batterien tauschen? Na, das ist mir echt ein Rätsel. Ja, Elendschad ist ja, wäre ja cooles Produkt, weil kannst nicht kaufen. Ja, sicher kannst du es kaufen, aber du musst halt quasi der iFixit-Kit auch noch mit dabei haben, um möglicherweise da Und einfach mal. du musst die Batterien dauernd auf Reserve haben. Ja, gut, das ist jetzt das gleiche Problem. Okay, dann kauft man sich halt einmal so einen 10er-Pack von den Batterien. Das sind CR, was sind denn das? CR2032, oder? Ja, eh, aber das ist ja Die wieder so ein kriegt man Scheiß. beim Lidl im 10er-Pack, also das ist jetzt das Problem. Der trotzdem, wollen wir denken, will die dauernd das aufschrauben? Ich meine, ich sag da Die ganz ehrlich, wenn ich das. Batterielaufzeit, sagen sie, ist eh lang. Also es wird nicht von heute auf morgen nicht mehr funktionieren. Wärst wohl Also, wenn ich das, ein Indikator, also Warnung oder sowas kriegen, aber. ich sag da ganz ehrlich, wenn ich das Ding hätte, ich würde die Schraube nicht mehr einschrauben. Ja, aber dann haltet wahrscheinlich der ist Keycover nicht mehr, also die Tastaturabdeckung. Weil es schaut irgendwie so aus, als müsstest du Ja, die Hinterseite von der Tastaturabdeckung weißt du, abnehmen. was ich da mit den Keycover tue? Das hebt dann halt nicht mehr, das habe ich dann nicht Ja. mehr. Oder ich mach's wie Logitech, ich kleb's mal rein. Ja. Oder Alter das geht auch, du Schwede. klebst ja Gaffer-Tape um. Na, das ist echt übel. Ja, armselig, wo man denkt, okay, ich weiß nicht, wie man daran scheitern kann. Okay. Na, das ist mehr ein Rätsel. Okay. Gut, dann fang. Ich hol mal ein kurzes Glas Wasser, red einmal da während. Mach kurz, ich bin einer Sekunde da.
Josef Wilhelm, Priester. Josef Wilhelm, geboren am 18. Oktober 1875 in Rechberghausen, gestorben am 18. Dezember 1953 in Liebenau, war ein deutscher römisch-katholischer Priester aus Schwaben und von 1911 bis 1953 Leiter der Heil- und Pflegeanstalt Liebenau, heute Stiftung Liebenau. Leben. Josef Wilhelm wurde am 18. Oktober 1875 als Kind der Eheleute Anton Wilhelm und Franziska Wilhelm, geborene Baumann, in Rechberghausen geboren. Es handelt sich um das dritte Kind der Familie. Insgesamt hatten sie 5 Kinder, von denen jedoch nur 3 überlebten. Ui, die Kindersterblichkeit früher. Schlimm. Jetzt müssen wir mal das Bild wegschauen. Die Familie unterhielt eine kleine Landwirtschaft. Wilhelm besuchte die katholische Volksschule in Rechberghausen, trat später in das bischöfliche Knabenseminar Martinihaus in Rottenburg ein. Okay. Mhm. So, dann tun wir das pinnen, dann lesen wir das nächste Mal weiter. So. Ich habe jetzt noch 2 Vorschläge, also Software-Tipps für macOS, nämlich einmal MediaMate, was ich ziemlich cool finde. MediaMate ist quasi so. Es ist vom iPhone kopiert. Es ist ein Indicator, der sich in die Notch vom Mac reinpflanzt. Okay, ja. Und zwar sagst du dir, kannst du oben die Lautstärke reinlegen in die Notch. Also du kannst die Lautstärke, also wenn man bei macOS die Lautstärke ändert, hat man mittendrin halt so einen Bildschirm, wo die Lautstärke, Helligkeit und was auch immer angezeigt wird. Die verlangen Geld dafür. Das kostet was, ja. Das kostet ein paar Euro. Aber es haut da oben in den Notch nachher auch noch zum Beispiel eine deine Musik-Playlist. Wenn du jetzt auf den nächsten Titel gehst, zeigst du kurz Info an, was für Artist da gerade gespielt wird, was für Song gerade gespielt wird. Ich habe es jetzt erstens einmal gekauft, weil es einen Nutzen hat und zweitens, weil es einfach sehr, sehr schön umgesetzt ist. Also es ist wirklich Ich sehe da aber, ich habe jetzt das ist cool. Ich finde deinen zweiten Tipp aber dann viel cooler. Ja, auf den komme ich gleich, ja. Ich habe es deswegen auch gekauft, also zuerst habe ich es getestet und dann habe ich es gekauft, weil ich gesagt habe, dafür, dass es so extrem schön gemacht ist, muss ich da einfach ein Geld liegen lassen. Weil es einfach tippitoppi super schön ist. Da, über das kann ich nichts lassen. Und mein zweiter Software-Tipp ist, achso, jetzt muss ich das mal kurz da, warte mal, jetzt wo bin ich denn? Da, jetzt muss ich das mal geschwind rein kopieren, nämlich erstens mal das und mein zweiter Tipp ist eben die Hidden Bar und ja, die finde ich cool. Und das ich ist super. Etwas, was für die vielen macOS-User, die genervt sind von zu vielen Icons in der Top-Bar. Wie lange ich auf sowas gewartet habe, weil ich mir jetzt echt gedacht habe, hey, warum schafft es Apple nicht, das Problem zu lösen? Ja, also. Das kriegt ja sogar Windows hin. Ja, man muss das einmal erklären für die Windows-Nutzer da draußen. Im Gegensatz zu Windows haften sich Programme, die, keine Ahnung, auf die man erstens schnell Zugriff haben will oder Programme, die aktiv sein müssen, um zu funktionieren. Naja, es ist eigentlich ganz simpel gesagt, du hast da oben die WLAN-Einstellungen und das, was du bei Windows in rechts unten hast, ist halt da rechts oben. Genau, ist rechts oben. Und was halt du auch da hast, statt im Dock, du hast halt oben so gewisse Programme zum Beispiel, was so im Hintergrund dauernd ausgeführt wird, wie bei mir halt Dropbox als Beispiel. Dropbox, OneDrive. Das ist dann ich habe da meinen Hardware-Monitor drin. Ja. Genau, da kannst du extrem viel haben, Lautstärke einstellen. Darum kannst du einfach alles eine platzieren. Ja. Nur der Platz ist oben halt begrenzt. Ja, vor allem, jetzt ist ja das, ich habe jetzt zum Beispiel,
ich habe jetzt das konkrete Anwendungsbeispiel. Ich habe da mein 16 Zoll MacBook Ja. und daneben mein 27 Zoll Monitor. Auf dem 27 Zoll Monitor haben da viel mehr Symbole Platz da oben rechts. Und beim Mac kommt noch ein Problem dazu, diese blöde Notch irgendwann. Jetzt ist das beschränkt. Jetzt hast du da teilweise so viele Sachen drin, wenn du Pech hast. Ich meine, es geht bei mir noch. Und du kannst die nicht ausblenden. Entweder du kannst gar nichts anzeigen oder du hast Und nicht das nur das, angezeigt. nicht nur die Notch ist eine Einschränkung, sondern im Gegensatz zu Windows, wo ja jedes Programm seine eigene Menüleiste oben mitbringt mit Datei, Bearbeiten, Einfügen, Fenster und den ganzen Blödsinn, haften sich unter macOS die ganzen Programme immer da oben ein. Die sind auch oben in der Top-Bar drinnen, in dieser Menübar. Das heißt, wenn also ein Programm verwendet, keine Ahnung, wie Adobe Premiere, nehmen wir schon einmal, Genau. nehmen, nein, Adobe ist Die sind halt. ein schlechtes Beispiel, weil die bringen ihr eigenes Window-Management mit. Aber andere Programme, wenn die Das ist halt viele, oben links dann. genau, Das das kommt sind dann oben links links, dazu. aber das schiebt sich nachher, je nachdem, wie umfangreich die Menüeinstellungen sind, kann es halt sein, dass es aber Icons aus der Menübar verschiebt oder zumindest nicht sichtbar macht, nicht sichtbar Ja, sind. genau. Und mein zweiter Tipp ist jetzt eben Hidden Bar. Das ist jetzt eine Möglichkeit, Programme, die sich da oben zwar immer aktiv einklinken müssen oder drin sein müssen, die man aber kaum bis nie verwendet, kann man jetzt da in einen Bereich schieben, der einfach hidden ist. Und mit einem Klick auf einen Pfeil werden sie dann erst wieder angezeigt. Das ist traumhaft. Gerne. Das ist, man, danke dem Entwickler. Das ist das Beste, was je, Ja. was seit. Stimmt. Es gibt da wohl auch noch andere Tools, aber Hidden Bar ist das Einzige, wo ich mir gedacht habe, wow, das funktioniert wirklich genauso, wie ich es gern hätte. Das ist super. Ich bin halt jetzt like gespannt, wie lange das geht, weil die Software schaut nicht so aus, also die ist jetzt seit 2 Jahren nicht mehr maintained worden. Also ich hoffe, dass zumindest hin und wieder mal eine Kompatibilitätsupdates kommen bei einem möglichen Mac-Update, was danach wieder irgendeine Konfigurationen zerschießt, weil sie ihr API und alles geändert haben. Das ist echt, das finde ich gut, also das gefällt mir. Das war mal mein Tipp. Das finde ich gut, also das ist etwas, was mir gefällt. So, jetzt muss ich gleich schauen, wie ich das da im Idealfall mache. Bitte nicht jetzt installieren. Habe ich schon. Okay. Jetzt, hallo, wer bin ich denn? Wir nehmen gerade auf. Hallo, das ist ja der Spaß. Das ist ja der Spaß dran. Aber das ist cool. Also das ist, das gefällt mir gut. So soll das sein. Ach, herrlich. Herrlich. Das ist, boah, das erspart mir so viel. Boah, super. Perfekt. Perfekt. Jetzt ist auf einmal da so viel Platz drin. Boah. Danke, wer immer das entwickelt hat. Mir wurscht. Dwarfs Foundation. Keine Ahnung, wer das ist. Ihr seid super. Du musst dein Mikro mal nachjustieren, du bist jetzt ein bisschen leiser geworden. Also, Dwarfs Foundation. Super. Ja. Herrlich. Voll mal. Gut. Und ihr habt dann leider noch etwas. Ist jetzt zwar vielleicht etwas spezieller, wird dann nicht jeder brauchen, aber Anker hat jetzt etwas im Angebot und zwar USB-C auf USB-C auf USB-C-Kabel. Das heißt, ein USB-C geht auf zwei USB-C. Also du kannst jetzt dann mit einem Anschluss kannst einfach zwei Geräte laden. Und das Ding geht sogar bis 130 Watt. Also 140, entschuldige sogar. Ah, okay, jetzt verstehe ich erst den Sinn dahinter. Ja, genau. Das heißt, wenn du jetzt, klassischer Beispiel, du bist unterwegs oder auf Reisen, willst du ein Kabel mitnehmen, wo du alles laden kannst, dann hast du zwei Möglichkeiten, dann kannst du zwei Geräte gleichzeitig anstecken.
Okay, du hast da noch nicht quasi dein Ladegerät mit zwei USB-C-Anschlüssen und Na. zwei USB-Kabel, sondern du hast ein Kabel, ein langes und zwei kleine gehen weg und fertig. Ja, genau. Okay. Theoretisch kannst du alle Geräte nacheinander laden oder kannst halt sagen, okay, passt, kann zwei Geräte gleichzeitig laden. Okay, aber du hast einfach eins auf zwei USB-Kabel. Genau, sozusagen. Ah, okay. Das klingt nett. Neat. Nette Idee. Nette, ja, coole Idee. Ja. Glaubst du, was hat es schon nochmal gegeben? Kann durchaus sein, also das will ich nicht einmal Aber ausschließen. ich glaube, das waren alles seine merkwürdigen Lösungen. Ich glaube, mit Micro-USB hat es das damals gegeben, aber das war ja nie a so eine offizielle Nein, ich habe da zum Spezifikation. Beispiel, ich habe da ein Kabel von USB-A, das geht auf drei, da hast du ein USB-C, ein Micro-USB und ein Lightning. Das war halt zu der Zeit praktisch, weil es halt diese Anschlüsse vermehrt gegeben hat. Genau, aber das war Und die. das war ist eine selbstgebastelte Lösung. Das ist nämlich nichts, was offiziell von einem USB-Konsortium oder von jemandem, wem auch immer, freigegeben ist. Das in dem Fall ist es ja wirklich etwas, was ja auch vom USB-Standard Genau. so unterstützt wird. Ja, das Kabel ist noch aus einer Zeit, wo es diese Dinge noch gar nicht Ja. gegeben hat, so in der Form. Das war ja noch nicht so. Also das. Früher hat man sich Ja. ja einfach nur 2 oder 3 Euro Kabel gekauft und sich dann gewundert, warum es nicht so funktioniert, wie sollte. Ja, richtig. Sollte man bei den Ka oder tut man bei den Kabelse eh immer ein bisschen genauer schauen. Sollte man. Man sollte nicht unbedingt das Billigste kaufen, sagen wir so. Sonst kaufst du ein Ankerkabel oder ein U-Green, da Ja, kannst du nichts falsch machen. genau. Da muss man immer ein bisschen Also, aufpassen. ka ja, und, genau, und kauf nicht das billige, absolute No-Name-Kabel. Und was ich auch jedem Tipp gebe, kauf immer lange Kabel. Kauf immer nicht 1 Meter, kauf es 3 Meter Kabel. Ja gut, 3 Meter finde ich jetzt schon ein bisschen Ich übertrieben. kauf immer das längste Kabel. Das zusammenzuwickeln ist einfacher, als wie wenn du irgendwann bei einem Flughafen oder sonst wo bist und die nächste Ladebuchse zu weit weg Ja, ist. das stimmt. Ja, aber 3 Meter finde ich ein bisschen hart, aber Kauf 3 Meter. Wenn 3 Meter kriegst, kauf 3 Meter. was ich gern hätte, aber stimmt jetzt eigentlich, was ich mir jetzt nachher mit meinem 3D-Drucker drucken wäre, sind so Kabelmanagementrollen für die langen Kabel. Ein 17 Meter Nein, Kabel nein. ruckt dich da gleich. Na. Früher hat es das so für Kopfhörer gegeben, die auf einer Spule waren zum Aufrollen. Genau, ja. So was hätte ich gern für USB-Kabel. Es ist Du halt. kannst da mal bitte druckst wie so ein Min wie eine Mini-Angel Ich aus. muss ich schauen. Ich werde mal was zeichnen. Oder vielleicht gibt es schon was Fertiges bei Thingiverse. Nur das ist heutzutage gar nicht mehr so leicht, weil jetzt die textilummantelten Kabel alle einen Genau. relativ großen Radius haben. Du kannst die ja nicht mehr so eng zusammenknüllen wie früher. So die Kabel Na. so. Deswegen muss man da, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Und vor allem, dass sie relativ widerstandsfähig und starr sind, Ja. haltet dein lieber Herr Hanik wahrscheinlich halt auch nicht so gut durch. Ja, das kann durchaus sein. Das könnte durchaus ein Problem Aber ich sein. werde mal sowas mal anschauen. Also vor allem generell so das Kabelmanagement, und bei mir muss man mal generell einmal überdenken. Und dank 3D-Drucker habe ich jetzt eine Möglichkeit. Ja, Mir schau einfach selber mal. was zu drucken und zu testen, sagen wir so. Aber das ist cool, ja. Ah, das ist Echt nett. ja, das man ist jetzt es wird nicht jeder brauchen, Nein, nein. aber es gibt's halt. Ja, für mich hat sich schon ausladen, weil, also für mich wird sich schon auszahlen, also. Jetzt zum Beispiel Laden von MacBook und Steam Deck, beide auf dem gleichen Ladegerät. Hammer. Na, Mein schau. iPhone allerdings ist halt immer noch Lightning mit, da bringt es mir Ja, einfach das wird nichts. sich halt da irgendwann ändern, wenn da irgendwann ein neues holst. Irgendwann, ja. Ihr habt noch Zeit. Ja, Gut. also gut. Dann habe ich da noch einen Spaßtipp, nämlich, das ist jetzt ein Video, das man sich anschauen kann. Da hat jemand einen Tischwutzler, also Ein Tischfußballspiel. Ein Tischwutzler. Tischfußballspiel, also Ja. ein junger Mann, und der ist wirklich jung. Also, ich glaube, der hat noch nicht einmal an Bord. Also, ich glaube, der ist mindestens 12 oder so. Nein, ich will nicht Unrecht tun. Ich glaube, er wird so bei den 16 sein. Der hat sich mittels Motoren und KI und Kameras und was auch immer und ein Algorithmus hat der sich seinen eigenen
robotergesteuerten Tischwutzler gebaut. Gegen den kann man spielen. Und wenn man da gewinnen hat, muss man schon richtig gut sein. Der ist, also du musst dir das komplette, also ihr müsst euch generell das komplette Video mal anschauen. Das Teil funktioniert so geil. Also ich glaube, das ist so der, der Endgegner, den du haben willst beim Tischfußball spielen. Also hammermäßig mit. Der Ja, das Endgegner. ist wirklich der Entgegen. Also mit Motoren, der eben die Stäbe bewegt, die Rotation macht, Draht und tut und bla bla bla. Hammermäßig. Also das reagiert so gut, das holt einen Ball aus der Luft aber. Also es ist hammermäßig. Okay, Es ist cool. wirklich, also echt cool. Und das hat er sich eben gebastelt, gedruckt, gebaut, programmiert, also hammermäßig geil. Also auf sowas muss man aber kämen. Also die Idee muss man einmal haben. Und das nachher so umzusetzen. Ja, du musst ja die Maschinen haben, die den hat. Ja, wollte gerade sagen, man muss auch die Maschinen haben, weil der hat da wirklich mit CNC-Fräsen und allem drum und dran das Zeug so gebaut, wie er es braucht. Das ist Das cool. ist echt cool. Also mir ist einmal der Mund offen geblieben, wie ich das Video geschaut habe. Und dann eben, wo ich gesehen habe, das ist ein junger Bub, habe ich gedacht, okay, wow, ja, der wird es noch weit bringen, wenn er so einen Ehrgeiz hat. Also nicht schlecht. Also richtig, richtig cool gebaut. Also Hammer. Ist doch schön. Das ist doch schön. Gut, dann gehen wir mal, machen wir eine Zeitreise ins Jahr 117. Es kommt ein neues Anno, und zwar Anno 117, Pax Romana. Also es geht jetzt ins alte Rom oder ins antike Rom. Wie heißt das? Anno? 117. Anno 117. Ups. Ah, ich kann. Ja, die Quersumme ist immer 9 bei Anno. Ja, das habe ich auch mal in einem Artikel gelesen, ja. Ja, also. Und da geht es halt jetzt ins Rom. Man hat noch nicht viel gesehen. Es soll ein bisschen, ja, es wird halt ein bisschen anders werden, weil 1800 war ja dann schon in der Industrialisierung. Und ja, ich hoffe, das wird sicher wieder cool werden, denke ich mal. Ist Ubisoft, oder? Das ist komischerweise etwas, das sie nie versaut haben, Anno. Nicht? Nie? Na, Anno haben sie immerhin. Hast Na, du da Anno alles haben sie gespielt? immerhin. Anno, glaube ich, gibt es nur einen Teil, der glaube ich, ein bisschen schwierig ist oder schwierig. Der ist halt, der halt in der Zukunft spielt. Was? Es ist 2070. Ah, okay, ja, stimmt, ich kann mich dunkel dran erinnern, ja. Er ist aber auch nicht schlecht, er ist halt, glaube ich, einfach. Das Setting war halt ein bisschen. Ja. War halt ein bisschen anders. Also, man. Das könnte aber jetzt mit den Anno. Man ist sicher mal was Neues wieder, weil jetzt geht man halt echt. Man macht halt einen krassen Sprung von der Industrialisierung hin zu. Zu Rom. Okay, cool. Ja, ich glaube, meine Strategiespielzeiten sind vorbei. Eieieiei. Na, es ist, da muss ich viel zu viel Hirnschmalz investieren, um einmal das System zu durchschauen und dann. Nee. Außerdem bin ich immer einer, der einfach drauf losbaut und nicht kampagnenmäßig spielt. Das kann ich bei Anno machen, das ist ja okay. Ja, sicher. Aber nachher wird es halt noch im vierten, fünften, sechsten Mal irgendwie fad. Naja, du musst halt die Ambition haben, die perfekte Stadt zu bauen, was bei Anno eh nicht so einfach ist, Ja. weil sie machen es da ja nicht so leicht. Ja. Na eh cool, wenn es zumindest etwas ist, was Ubisoft nicht verhaut. Wie alles andere. Ich hoffe, dass es das mal nicht verhauen. Ja. Gut, und dann habe ich leider noch etwas. Ein Fotograf hat bei einem Fotowettbewerb ein selbstgeschossenes Foto eingereicht und gewonnen. Also er hat einen Publikumspreis abgestaubt dafür.
Nochmal, also ein Ein Fotograf, Fotograf ja? hat bei einem KI-Fotowettbewerb Ah ja, genau. ein Foto eingereicht von sich, das er gemacht hat, und hat einen Publikumspreis eingestaubt. Und bei der Jury ist er nur auf Platz 3 gelandet. Ja, und nein, ist er disqualifiziert worden. Ja, natürlich, aber er wollte halt einfach sagen, okay, Weirde Fotos kann echt. man auch in Real Life machen und das macht nicht nur die Also, KI. er wollte halt sagen, echte Fotos haben halt immer noch was, das man nicht mit KI so einfach machen kann. Ja. Ah, so manch. Okay. Cool. Ja, das Foto habe ich gesehen. Das schaut auf extrem bizarr aus. Also der, was ist das? Ein Flamingo? Genau, Oder sowas? von hin. Ein Flamingo ohne Kopf. Ja, weil er halt den Kopf wohin gesteckt Ja, hat. genau. Also das schaut auch echt bizarr aus. Das könnte wirklich aus einer KI rausgefallen sein. Ohne die sonst drei Hände und sechsfingerige Menschen macht. Oder Menschen mit Ja. komischen Grimassengesichter. Ja, cool. Dann kommen wir zum. Ah, warte mal, ups. Falsch. Kommen wir zum Schluss zu den Lesepicks. Ich habe da etwas, was man sich mal anschauen kann. Das ist War das Dinge. das ist ekelhaft, gell? Also, Haut ist ja etwas, was an Menschen auch irgendwie ausmacht. Und also echt wirkende Haut ist ja etwas, was man irgendwie auch mit irgendwann einmal so mit Robotern, vor allem Pflegerobotern und so weiter in Verbindung bringen will. Also nicht in Verbindung bringen will, sondern um Pflegeroboter menschlich erscheinen zu lassen, brauchst du sowas wie a Haut. Damit's Ja. und es kommt ja nicht umsonst aus Tokio, also von der Universität Tokio, weil in Japan ist das mit Roboter und Pflege ja eh schon ein ganz anderes Level wie bei uns. Und Universität, als Forscher an der Universität Tokio haben jetzt so eine Biomasse entwickelt, die wirkt und sich verhält wie eine echte Haut. Und das haben sie auf eine mechanische Komponente aufplatziert, um zu zeigen, wie flexibel und ja, wie flexibel und wie echt das wirken könnte. Und dazu gibt es ein interessantes Video von so einer Art Gesicht, das Grimassen schneidet und ja. Es schaut in erster Linie sehr verstörend aus, wie aus einem extrem schlechten Science-Fiction-Film. Aber es wird wahrscheinlich, würde ich mal fast vermuten, einfach die Zukunft werden und aus. Aber Schön. es schaut sehr, sehr ekelhaft aus. Ja, also das Video da, Ich schaue einfach noch blob das aus. Video dazu, es ist einfach wie so ein Blob, ja, der da lacht und traurig schauen kann und also angesteuert wird die Haut eben von Motoren und Fäden und was auch immer, wie auch immer. Aber sie bewegt sich und wird halt nicht kaputt. Und das soll ja das Ziel sein, dass das etwas ist, was sich so wie eine menschliche Haut verhält, regeneriert und alle Strapazen einer menschlichen Haut aushält. Das kann Oh, mit schön. künstlichen Mitteln kann man so nicht, kann man das nicht schaffen. Man weiß das ja bei allen möglichen Oberflächen, die man so hat, so wie Leder, Kunstleder und das ganze Zeug, das wird irgendwann rissig oder kaputt und das soll eben sich selbst regenerieren können. Das ist so eine Biomasse. In erster Linie schaut es einfach abscheulich aus. Da wird es noch ein paar Jahre brauchen, bis man das auf einen Roboter drauf Schaut tut. schön aus. Ja. Schaut einfach wunderschön Ja. aus. Also ekelhaft. Aber ja. Ist ja wurscht. Irgendwo muss man anfangen. Irgendwo muss man anfangen, ja. Und jetzt hat der Alex noch drei Videos. Puh, das sind eh drei Videos. Ich fange jetzt an mit, das finde ich recht lustig, das erste, wo der Titel ist Tech Bros Invented Trains and Broke Me. Ja, um was geht's genau? Also, ja, dass der Zug erfunden worden ist und sie das Gleis nicht neu erfinden können. Ah, okay. Okay, sehr, sehr unterhaltsam, sehr unterhaltsame 15 Minuten.
Dann etwas, was wahrscheinlich traurig und wahrscheinlich gar nicht so unrealistisch in Zukunft wird, vor allem in größere Städte. Da hat jemand, ich meine, das war bei Null, da hat jemand wirklich sich an Van genommen in New York und hat den quasi auf einen Parkplatz gestellt und der lebt jetzt da drin. Also das heißt, der hat zum Beispiel ein Fitnessstudio-Abo, damit er duschen gehen kann und so weiter, dass er das da drin nicht machen muss, dauernd etc. Und ja, der lebt da drin und das ist billiger als in New York Miete zu zahlen. Ja, sicher. Also, und in New York wäre Apartment jetzt in der Größe, also wird wahrscheinlich nicht viel größer sein in seiner Preisklasse, die er zahlen will oder zahlen kann. Ja, und das ist ja eigentlich fast schon traurig. Das ist traurig. Ja, New York Ja, ist hart. ihn stört es jetzt nicht, aber ich denke mal so, was ist jetzt, wenn du mal älter bist? Ja. Ja, Dann das musst ist du ein bisschen. halt, ja. Du musst halt aus, aus New York. Ja, das, ich meine, die Sache, ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass es sicher mal cool ist, in New York zu leben, aber ich denke mal, bei den Mietpreisen, ja, da glaube Ja, aber ich. das ist ja alles. Das ist New York, das ist London, das ist Paris. In die großen Städte ist es einfach ein Horror. Und Österreich ist es ja ähnlich. Jetzt vielleicht noch ein bisschen auf einer anderen Skala. Ja, aber es Aber ist in ähnlich. Wien, Wien ist ja auch mittlerweile verrückt, was da, wo da die Preise Ja, hingegangen aber sind. das ist noch weit entfernt von Nein, London nein, und ich New meine, York. braucht man nicht reden, aber du musst jetzt mal rechnen, da sei mal ja, was weiß ich, wenn früher gesagt hast, ja, 70 Quadratmeter haben, was weiß ich, 800 oder sagen wir 700 bis 800, 900 Euro gekostet, jetzt sei mal bei 1200 bis 1400 Euro. Und wo sagen wir, okay, wie kämpfen auf das? Wie viel Quadratmeter? 70? 70. Ja, gut. Ich habe in Innsbruck gewohnt, da habe ich für 40 Quadratmeter 600 gezahlt. Also, das war. Ja, das wäre jetzt kann es das hier sein, jetzt wäre das in Innsbruck ein Das Tausender war so ein wahrscheinlich. Tausender. Für 40 Quadratmeter wohlgemerkt, Ja, gell? ja. Nein, es ist ja Irrsinn. Tut mir leid. Und vor allem, du bist in Innsbruck. Ja, ist In cool. Innsbruck, das ist einfach, Du hast das ist alles. die St Ja, das ist die Stadt, die meinen, sie sei eine Großstadt und sein echter Kaff. Ja, das macht die Stadt aber so liebenswert, dass sie relativ übersichtlich Was ist. ist denn der Stadt Sie liebenswert? ist übersichtlich, sie ist nett und sie hat trotzdem alles. Was gibt's denn da Ja, draußen? alles! Was gibt's Was? nicht? Was? U-Bahn? Ja, ich ziehe nicht in der Stadt wegen einer Ja, U-Bahn. du hast gefragt, was es nicht gibt. Ja, U-Bahn. was gibt's nicht, was man gern, was man will? Was gibt's nicht, was Ja, man will in Innsbruck? ich meine, ich hätte gern, dass das goldene Dachl da nicht ist. Ja. Nein, es ist, Meine ja, Frage das ist, ist, nein, was wird dein Innsbruck was mir, abgehen außer was, U-Bahn? ja, mir geht da draußen, in Innsbruck geht mir irgendwie die Internationalität ab. Weil das ist jetzt wie Lienz ein bisschen größer gezogen, so mit Drag and Drop. Internationalität? Ja, das ist so, ich weiß, das ist irgendwie eine komische Stadt, Innsbruck. Ich wäre mit denen nicht warm. Ja, Also das wäre ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Aber die Internationalität geht da nicht ab, weil Innsbruck ist einfach ist eine Universitätsstadt. Da sind extrem Na, viele Menschen aus allen möglichen Ländern. das als schon, oder ist irgendwas da falsch Nein, einfach, das nein, nein, ist. weißt du, was das Problem ist in Innsbruck? Sie waren gern cool und hip, sind aber trotzdem extrem kleinkariert. Das Das ist es, ja genau, das ist es. ist die Stadt Ja, in Nordtirol. richtig. Tirol, im Land der Schützen. Ja, Das ist das richtig, das ist Problem. das. Ja, das stimmt, das ist in Innsbruck das Problem und ich weiß nicht, die Stadt gefällt mir einfach auch nicht. Das kann man nicht helfen, die ist einfach nicht schön. Das Einzige, was in Innsbruck schön ist, ist das da bei, wie heißt das bei der, no wie heißt die Bahn da, was drauf geht? Ja, was ist schon die Dingbahn. Ja, wo er auffahren kann, aufs Karwendel. Nicht Genau, Karwendel, dort die ja. Wohngegend da oben Ja, am Berg, die ist super schön, aber ja, aber die das ist ist eh extrem anders. teuer. Ja, richtig, ist auch anders preisskaliert.
Das ist schön, der Rest vergisst's. Na, Innsbruck hat schon auch so seine schönen Flecken. Also da, wo ich gewohnt habe, zu Anfang in Pradl, das kann ich wirklich sagen, das ist wirklich so lienzmäßig. Ist eine Wohngegend, eher Wohnanlagen, aber halt nicht so die bizarren Betonblöcke, sondern es hat schon alles noch ein bisschen an coolen Altbaustyle, eher mehr Altbaustyle. Aber dann gibt es halt wirklich so komplett versiffte Gegenden wie die Bahnhofsgegend oder die Bögen. Das ist halt einfach nur hinplatziert und sterben lassen, so quasi. Da ist auch nichts. Und dann gibt es halt wieder so Gegenden wie Sacken, ist schön, ist okay. Neu-Rum ist schön, ist okay, scheiß teuer. Dann gibt es halt wieder so Gegenden wie das Olympische Dorf, die sind halt auch eher so. Da sind dann die fetten Wohnanlagen, da sind dann die 30-stöckigen Hochhäuser. Das ist nicht schön. Aber Innsbruck hat alles. Innsbruck hat Siff und Innsbruck hat schöne Gegenden. Was halt an Innsbruck schön ist, du fährst halt 10 Minuten und bist draußen. Du bist wirklich draußen aus der Stadt. Nach 10 Minuten, Viertelstunde bist du draußen. Ja, und was tue ich dann Und du draußen? kannst sogar mit der Straßenbahn ins Stubaital fahren. Du bist draußen. Und draußen kann man nachher Natur genießen. So. Ich weiß, das ist nachher nicht so deins. Das kann ich in Wien, ja, in der Stadt selber. Ja, aber das ist nicht richtige Natur. Das ist ein Park. In Innsbruck hast du Berge. Hungerburgbahn war Ja. übrigens das, was du gemeint hast. Die Ah, Hungerburgbahn. danke, Ja. Hungerburgbahn, ja, Und genau. das ist ja, stimmt gar nicht. Die ist sogar teilweise unterirdisch. Also man könnte fast sagen, sie ist eine U-Bahn. Aber ja, Innsbruck fällt halt vor allem das Offene. Ja, in Innsbruck, das. Es ist eine Universitätsstadt, es sind extrem viele junge Leute draußen, viele Studenten. Es ist eine Ja, aber da. extrem engagierte Jugendkultur und so weiter Ja, draußen. aber Aber der Verhalt, die ja. Obrigkeit ist halt komplett Genau, kleinkariert. das ist es. Da fehlt einfach irgendwas, weil da denke ich Aber das ist immer, überall in Tirol. Das ist naja, Tirol. du denkst, dass da ist eine Uni, da ist das alles da, aber da fehlt einfach was. Ja, und so geht es mir aber zum Beispiel mit Salzburg. Mir gefällt Salzburg nicht. Aber nicht aus dem Grund, weil kleinkariert, sondern weil Salzburg ist für mich, da sind nur alle mit den Nosen ganz oben. Da sind die richtigen arroganten Schnösel. Das ist für mich Salzburg. Die Stadt Ja, der gut. arroganten Schnösel. Ich glaube, Salzburg hat halt auch einfach das Problem gekriegt, dass Salzburg halt irgendwie so ein Vorort von München geworden ist. Kann auch sein. Also, das ist, ja, ich meine, du ist klar, ich meine, bei den Wohnpreisen etc., ja, was soll da passieren? Also, das, ich meine, Salzburg per se finde ich ja eine schöne Stadt eigentlich. Ich meine, das, was man so jetzt kennt und was man so auf Bilder sieht, ist, oder ich war ja schon da, ist ja super schön. Nur halt, ja, die haben keinen gescheiten öffentlichen Verkehr. Na, das haben sie nicht, ne? Das ist halt da vergeigt worden und ja, Das ist etwas, was soll man? was ich in Innsbruck positiv hervorheben muss. Also die Öffis haben wir, also du kommst überall hin. Also es funktioniert alles. Es gibt da drei, vier Dreh- und Angelkreuze, von denen kommst du überall hin und vom Bahnhof kommst du sowieso überall hin. Sogar zwei Bahnhöfe, also Hauptbahnhof und Westbahnhof. Also Ja, sogar weg von Innsbruck, das ist super. ja. In Salzburg kannst du nicht einmal weg. Nein, stimmt ja auch nicht, geht ja wohl auch, aber halt auch nur mit der S-Bahn. Ja, so ist es. Und jetzt habe ich noch das Letzte, und zwar, das ist kurz gesagt nach der Videospiel. Man, sie haben da so einen Trailer ein bisschen. Ich meine, finde ich recht cool, wenn sie das so machen wie ihre Videos oder ihre Bücher, könnte es sogar Spaß machen und lehrreich werden. Jetzt bin ich gerade, kurz gesagt, welche kurz gesagt sind das jetzt? Kurz gesagt, Ja. gibt's leider eins. Kurz gesagt, kenn ich ein paar Sachen. Kurz gesagt ist ein Podcast, kurz gesagt ist.
Ach so, das waren die Erklärbär-Videos. Okay, stimmt, das Genau, waren ja. die. Okay, cool. Dem war ein Spiel. Ja. From the Creators of Dorfromantik. Dorfromantik, was war das für ein Spiel nochmal? Dorfromantik war ein sehr, sehr cooles War das Spiel. das Das war das. Aufbaustrate das Aufbauspiel, gell? Ja, genau, was halt sehr entspannt Ja. ist und du quasi dein einziges Ziel ist, so möglichst viele Punkte zu Genau. kriegen und ein schönes Dorf zu bauen und Genau. das halt das Verbindungen hat. Ja, genau das war das. Ja, cool. Na dann. Hamas. Dann sei mal Dann durch sind wir wieder mal damit. durch, ja. Ist ein bisschen länger geworden, weil einzige Ja. Ausgabe im Juni. Oh. Juli, Jetzt Mensch. ist Juli. Okay, der Juni Ja. ist ausgefallen. Okay, ja gut. Ja, das ist ja nicht so genau. Es kommt bei der 4 dann wieder an. Ja, und ich würde mal sagen, für die nächsten zwei Sendungen nehmt es euch nicht so viel vor. Ich glaube, wir werden wieder mal so ein Summer Special einhauen. Ich glaube, wir müssten wieder ein bisschen weiterspielen bei Fred and Brad oder sowas. Hast du es nicht Bread and Ich Fruit? weiß jetzt, Das das habe ich heißt ihr. damals schon nicht gewusst, wie es Ja. heißt. Oder wir suchen uns einen anderen Titel, der cool spielbar wird zu zweit. Aber ich glaube, wir müssen jetzt auch mal in die Sommerpause gehen. Ich hätte sogar, weißt du was, ich hätte sogar ein relativ cooles Spiel, was wir spielen können, Schlag einmal vor. weil das kennt man gegeneinander spielen. Oh. Warte Keine mal, muss. Aufbaustrategie, bitte. Nein, es ist jetzt nicht, ist nicht wirklich Aufbaustrategie. Nicht wirklich, macht mich schon fertig. Naja, es ist, das könnte aber relativ lustig sein. Warte mal, wie heißt denn der? Lass mich kurz schauen. Wenn man da in der Steam Library mal was finden will. Wieso? Ja, ich weiß die Namen nicht auswendig. Ah, da ist es. Forts. Wie? Forts. Ja, okay. Forts. Ach so, also, ah, okay. Erste Ergebnis ist gleich Steam, okay. Unleash your creativity and strategic powerness in the Forts, the exhilarating physics-based RTS design, construct and customize. Posing Fortresses. Kann man das gegeneinander spielen? Ja, das kann man gegeneinander spielen. Da muss man sich gegen. Ah, okay, passt. Hast du das schon gespielt? Ich hab's, es ist schon ewig her. Also wirklich schon ewig her. Und ich würde es dann, wenn es so machen, dass wir uns auch die DLC, dass wir uns das DLC-Paket holen. Dann kann man nämlich, dann haben wir mehr Sachen. Aber das ist wie Worms, kannst du sagen, oder? Ja, es ist ein bisschen wie Worms. Halt, du baust halt dein eigenes Fort. Das heißt, du kannst da über Ding ein bisschen am Vorteil. Du kannst halt coole Sachen bauen, Okay. theoretisch. Okay, klingt gut. Da müssen wir uns mal Kann man. vormerken. Also, wer weiß, die nächste Ausgabe wird vielleicht doch noch eine normale, je nachdem, wie ich Lust und Zeit habe. Vor allem, wie ich Zeit habe. Lust hätte ich immer. Glaube ich auch nicht. Ah, wohl, wohl. Wohl, wohl. Ja, ich meine, es wird auch schwer mit dem, wenn wir jetzt, wenn wir es zu oft machen, dann ist die Sendung zu kurz, dann geht es allein eine Stunde. Wäre furchtbar. Aber vielleicht außer Session können wir wohl einmal einschieben. Okay, ja, cool. Ja, können wir machen. Oder sonst spielen wir einfach Sea of Thieves. Gut, dann haben wir das Thema jetzt durch. Was kostet denn das mittlerweile? Sea of Ach Thieves so, Microsoft kannst Cloud. relativ günstig im Game Pass Ja, spielen. moin ich nicht. Okay, na gut, dann haben wir's. Passt. Dann wünscht man Und euch ja. noch einen entspannte, was auch immer, Woche, Wochenende, wann auch Ja, und immer ihr viel das Spaß beim anhört. Schwitzen. Viel Spaß beim Schwitzen und gut, das war's eigentlich. Ja, passt. Wir hören Wir uns. hören Okay, uns. passt. Also dann, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ach, da muss ich einer ausschalten. Jetzt kann ich Skype auch fertig machen Aus. oder zumachen.